watching over me, over me. You flicked the switch, made a spark. From then on, I wore my heart upon my sleeve. With you, I bear all the scars. I was left with paper skin. You let me in. A different home, broken start. Baby, where do I begin? I begin. Just
Am Montag haben es die Profis im realen Fußball vorgemacht. Heute machen es hoffentlich unsere E-Sportler nach. Ein Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wäre sehr, sehr wichtig. Im letzten Spiel des heutigen Jahres 2019. Es war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Vizemeisterschaft in der Club Championship geholt. Der VfB kann auf ein richtig gutes Jahr zurückblicken, auch wenn es zuletzt nicht so richtig gut lief. Ja, aber das Ding ist ja trotzdem klar, man hatte hier und da seine paar Problemchen, vor allem jetzt zum Start der VBL-Saison, vielleicht im Vergleich zur letzten Saison. Aber man muss eben auch so sagen, letzte Saison war man so stark eingespielt. Man musste sich diese Saison erstmal ein bisschen finden und haben die Jungs bisher auch ganz gut geschafft. Ich glaube, da sind alle Zuschauer auch auf der gleichen Wellenlinie dabei. Heute der 1. FC Nürnberg, ein Verein, der bisher noch nicht so die größten Erfolge feiern konnte, was FIFA angeht, aber zumindest aktuell in der Tabelle über unserem VfB Stuttgart steht, obwohl vielleicht die spielerische Leistung dort noch nicht ganz auf Top-Ebene angekommen ist, hat es zumindest schon mal gereicht, um auf, ich glaube, Platz Nummer 12 oder 11 sind sie aktuell. Ja, lass uns doch einfach mal auf die Tabelle schauen, auch für euch zu Hause, dass ihr wisst, was hier in der Virtual Bundesliga abgeht. Die haben wir dann gleich auch in der Grafik für euch aufbereitet. Da ist sie schon. Ja, und wie du schon gesagt hast, der 1. FC Nürnberg steht auf Platz 12. Ja, dort natürlich mit ihren 46 Punkten. Es ist auch nicht mal so weit, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn jetzt der VfB heute 9 Punkte macht, dass man dann weiterhin so weit unten ist, weil man steigt dann doch recht schnell eben auch auf. Das Mittelfeld ist sehr dicht zusammen. Richtung weiter unten wird es natürlich ein bisschen größer, der Unterschied. Aber eben aktuell, ja, zumindest 6 Punkte auf jeden Fall Pflicht. 9 sollten sogar drin sein für unseren VfB, denke ich. Dann wäre man schon mal in den Top 10 auf jeden Fall vertreten, wenn nicht sogar in den Top 6, wenn ich mich da nicht ganz geirrt habe. Top 6, ich habe nachgerechnet, wir wären dann Tabellenplatz 6, würden noch vor den HSV kommen und dann nach 11 Spieltagen so, also versöhnlich diese Vorrunde, kann man schon fast sagen, in der Virtual Bundesliga. Abhaken, Vorrunde deshalb, weil es gibt ja keine Hin- und Rückrunde in diesem Sinn. Es gibt eher halt einfach einen Spieltag gegen jede Mannschaft. Das sind insgesamt 22 Mannschaften, also 21 Spieltage. Dann wären wir knapp über der Hälfte drüber und dann unter den Top 6. Da ist ja am Schluss dann auch das Ziel vom VfB eSports, unter den Top 6 zu landen, weil du dann eben 2 Leute direkt ins Grand Final schicken darfst, die dann im Einzel weiterspielen. Das haben die Nürnberger im letzten Jahr nicht geschafft, die haben es nämlich nicht mal in die Playoffs geschafft. Die mussten als eine der wenigen Mannschaften, nämlich eine von, lasst mich nicht lügen, eine von 6 Mannschaften am Schluss dann die Segel streichen nach der Virtual Bundesliga Club Championship und durften dann nicht mehr weiterspielen, nicht mal in den Playoffs dann. Ja, natürlich eine Sache auch, die nochmal anzusprechen ist bei Nürnberg, ist natürlich, die haben wirklich 4 Spieler bei sich im Team, lassen auch alle 4 Spieler eigentlich jeden Spieltag mitspielen, was recht interessant ist, weil es gibt genügend Vereine, die zum Beispiel wie Werder Bremen eben nur 2 Spieler gestellt haben oder eben auch wie hier beim VfB. Klar, wir haben zwar die 4 Spieler gestellt, dass man eben Niklas noch dazu bringen könnte, aber meistens ist es ja doch dann eher Marlut, Burak und Lukas. Eine Sache zu Lukas natürlich auch nochmal, ich denke mal, du schaust auch von zu Hause aus zu, gute Besserung zu dir, da ist natürlich heute kurzfristig ausgefallen. Das bedeutet natürlich, wir hatten eigentlich vor, Lukas im ersten Spiel auf der PlayStation spielen zu lassen, das muss jetzt Burak übernehmen und dann eben Marlut wie gewohnt auf der Xbox und dann die 2 zusammen später eben auf der Xbox dann im 2v2. Eben auch was vielleicht Marlut so ein bisschen entgegenkommt, dass man dann auf der Xbox, was natürlich seine Heimkonsole ist, schlechthin das 2v2 spielen muss. Das schon, andererseits müssen wir natürlich auch sehen, dass Marlut schon so mit dem 2v2 eigentlich abgeschlossen hatte, nachdem es da nicht gut lief zusammen mit Burak. Das hat irgendwie nicht so richtig harmoniert, weil die Spielstile so verschieden waren, haben sie auch dann selbst gesagt. Dann hat er so ein bisschen dieses 2 gegen 2 hinten angestellt, hat gesagt, Jungs, probiert ihr das mal zusammen, dieses 2v2, also Burak und Lukas. Und das sah auch ziemlich gut aus, fand ich, die letzten Spiele. Haben sich wirklich gut angestellt. Auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht unbedingt gestimmt haben, das Wie, die Art und Weise, die hat gestimmt zwischen diesen beiden. Und jetzt muss natürlich Marlut wieder zurückkommen für dieses eine Spiel, nochmal 2v2 spielen, zusammen mit Burak. Das war, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, so nicht geplant. Aber am Ende können sich die Jungs da nicht aussuchen. Lukas ist krank geworden. Und deshalb heute diese Aufstellung. Burak also auf der PlayStation gegen Bubu, gegen Daniel Bubu Butenko und Marlut gegen Subaru Mikey. Und diese beiden werden dann am Schluss
gegen die beiden Nürnberger antreten, die dann noch nicht gespielt haben. Und das ist eben das Außergewöhnliche. Das ist dann Kevin Reiser und Serhat Tinio Öztürk. Du kennst Serhat ein bisschen besser. Was ist er für ein Spieler? Serhat, ich glaube, einer der Spieler, der natürlich sehr, sehr gut FIFA spielen kann, auch öfters mal die Ruhe behalten kann, aber eben auch sehr, sehr oft einfach nur auf Ballbesitz spielt. Gerne auch mal der Spieler, wo man da wirklich aufpassen muss, okay, er holt sich gern mal auch früh die Führung und spielt dann den Rest bis auf Ballbesitz aus. Klappt natürlich super, vor allem jetzt in FIFA 20 hat es immer wieder funktioniert. Es wird hier und da immer wieder kritisiert, aber es ist ja nicht so, dass es im echten Fußball nicht auch so abläuft. Klar, ist immer so dieses Ding, wir wollen einfach mords viele Tore gerne sehen und schöne Situationen. Und klar, wenn man dann sich einfach hinten reinstellt, ja, verhindert man das so ein bisschen. Aber trotzdem, ja, Serhat in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal stark gewesen, ist auch der, der im 2v2 die bessere Leistung bisher gebracht hat und eben dort auch immer wieder der entscheidende Faktor war, dass die Nürnberger eben im 2v2 ein paar Punkte noch mitnehmen. Ja, ist natürlich auch hier aus der Region, wie viele andere Profis auch, und die Jungs kennen sich natürlich auch untereinander. Also ich glaube, Burak und Serhat waren sogar gestern Abend zusammen noch und haben ein bisschen FIFA gespielt. Natürlich FECWC stand auch wieder an, so ein Ding, wo richtig jedes Team aktuell so ein bisschen noch die Hände voll hatte. Ich glaube, wir können auch mal kurz auf Social Media vorbeischauen. Natürlich FECWC, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist die FIFA E-Club World Championship. Ist quasi wie die normale Weltmeisterschaft, nur halt eben bezogen auf die ganzen Teams. Aufgezogen ist es über mehrere Wochen, wo dann jede Woche bis jetzt zu dieser dritten Woche eben drei verschiedene, ja, Ligen existiert haben, eine erste, eine zweite und eine dritte, in verschiedenen Turnierbäumen dann auch noch, wo dann jeder gegen jeden gespielt wird innerhalb von diesen Gruppen. Also es ist irgendwie ein Mords. Ein bisschen wie die Nations League im Fußball. Und dann im Endeffekt die ersten drei Wochen hast noch drei Gruppen, dann ich glaube nächste Woche fällt schon auch die Gruppe 2 weg und dann am Ende vom Ganzen musst du in den Top 3 in der ersten Division sein und aktuell zumindest unser VfB Stuttgart in dieser ersten Division vertreten und auch eben diese Woche schon mal die Top 3 dort auch erreicht. Wir schauen mal kurz auf den Tweet. Natürlich Jungs hier, Malut und Lukas, sehr, sehr starkes Wochenende gehabt oder sehr, sehr starke Start in die Woche. Es ist ja immer Dienstag bis Mittwoch. Ich vergesse es immer. Es ist natürlich hammer viel zu tun, gerade für die Jungs, wenn man überlegt, am Wochenende hast du die Weekend League, dann spielst du FECWC, heute dann VBL. Natürlich für die Jungs, die jetzt nicht so viel Zeit zum Trainieren haben, wäre das schon Training genug, aber klappt ja so, wie man sieht, schon mal ganz gut auch. Und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Natürlich eine Qualifikation für das Finale im Endeffekt wäre auf jeden Fall auch das Ziel, dort vertreten zu sein. Wäre auch sowas wie ein kleiner Traum, glaube ich. Ja, klar. Und ich denke, dass da auch gerade Lukas die Erfahrung auf einem Offline-Event sehr, sehr gut tun würde. Und ja, werden schauen. Natürlich ein weiterer Spieler, der aktuell ein bisschen Offline-Erfahrung sammelt. Der ist aktuell in China. Und so sieht's aus. Ja, das ist Niklas. Ich denke mal, dass er um diese Uhrzeit noch nicht irgendwie zuschaut. Weil nee, ich denke, der schläft mitten in der Nacht irgendwann. unser VfB also im FECWC im World Cup für die Clubs Dritter geworden in seiner Gruppe. Das ist schon mal richtig gut, aber da kommt jetzt natürlich immer mehr Qualität nach oben und da muss man schon schauen, dass man dann da auch drinnen bleibt. Was mich gewundert hat, so ein bisschen bei den Recherchen, auch die Nürnberger haben ja diesen Club World Cup mitgespielt, die Qualifikation dafür übrigens auch ganz viele andere deutsche Teams. Die sind im Moment in der Division 2, müssen jetzt aufsteigen, unter die ersten drei kommen, um überhaupt noch eine Chance auf die Qualifikation zu haben. Nur bei den Nürnbergern spielen die Einzelspieler Kevin Reiser und Serhat Tinio in der Club Championship. In der Bundesliga, in der Virtual Bundesliga aber hingegen, spielen ganz andere die Einzelspiele und diese beiden, Kevin Reiser und eben Serhat, die spielen nur im 2v2. Das ist doch nicht so richtig ganz zu erklären, oder? Ich denke, es liegt einfach daran, dass, soweit ich es weiß, ist das wirklich, dass Kevin und Serhat einfach ein bisschen mehr Zeit haben, um eben auch den internationalen Wettbewerb noch ein bisschen mehr auszuspielen, wo ich denke, dass Subaru und Bubu dann nicht so viel Zeit haben. Ist natürlich auch immer die Sache so, wie war die aktuelle Leistung? Klar, Serhat hat eigentlich eine recht starke Saison auch in der Vorsaison gespielt, hatte dort schon seine starken Möglichkeiten, sucht natürlich immer noch dieses erste Offline-Turnier, wo dann wirklich mal was Größeres auch feiern kann, aber ist zumindest eine Option, dort wieder reinzukommen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass eben Kevin und Serhat dann ein bisschen mehr Zeit für den Wettbewerb haben oder eben wie viele andere
eben das entschieden haben, wer dann wirklich spielt, ist immer wieder diese internen Turniere, wo ja bei etlichen Teams auch immer wieder international auch entschieden wird, okay, wer spielt jetzt genau welchen Wettbewerb? Entweder man macht untereinander aus oder man sagt, okay, eigentlich will jeder das spielen, weil natürlich jeder möchte so viel mitnehmen, wie er kann. Und dann spielt man untereinander und dann, ja, selbst mal innerhalb von einem Spiel, wenn einer einen schlechten Tag hat und sonst immer der stärkste Spieler ist, dann ist es so entschieden und dann spielt man halt nicht bei dem starken Turnier mit. Also, die beiden, die den FIFA World Cup spielen, die Qualifikation dafür, spielen also nicht im Einzel gegen unseren VfB. Das macht wie immer Subaru Mikey und auch Daniel Bubu Butenko. Über Subaru Mikey können wir ein bisschen quatschen. Er ist Japaner, Asiate, kam vor der Saison nach Deutschland, wurde da auch oder zum FC Nürnberg, war auch dann ein großes Thema, wurde eigentlich bei allen größeren E-Sports-Plattformen auch so publiziert. Nur das Problem ist, der kam als amtierender Asienmeister, alle hatten ihn richtig gehypt, ich glaube auch japanischer Meister ist zwei oder dreimal in Folge gewonnen sogar, nur die Erfolge in Deutschland, die bleiben komplett aus bisher. Ja, natürlich, ich denke, dass es auch wirklich nochmal ein anderes Spielfeld ist hier in Europa. Wir haben, denke ich mal, schon um einiges mehr an Spielern im Vergleich zum asiatischen Raum, wo man ja wirklich sagen muss, wir sind halt doch eher so der Fußballkontinent hier auch in Europa und eben auch dort immer wieder die erfolgreichen Spieler international gehabt. Andere Sache ist natürlich auch die, wenn er dann frisch aus Asien kam und jetzt hier in Deutschland ist, ist auch immer wieder die Sache, klar. Du musst dich auch erstmal hier dran gewöhnen. Es ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Leben. Ja, ich kenne ihn privat nicht so. Seine Leistung hat bisher noch nicht so stark für ihn gesprochen. Aber wer weiß, vielleicht muss man auch erstmal so, ja, sich so eine halbe Saison oder Saison ein bisschen Bisschen finden, bis man reinkämpfen. dann ein paar Erfolge findet. Es ist natürlich nicht so, dass starke Spieler aus anderen Ligen auf einmal dann reinkommen und sagen, okay, jetzt 85er-Modus, VBL. Es ist wahrscheinlich auch ein anderer Spielstil immer damit verbunden und ja, ich möchte ihn jetzt gar nicht schlecht reden, aber er hat halt bisher noch nicht so Nee, abgeliefert, bisher wie stimmen wir es einfach die erwartet haben. Statistiken nicht ganz genau. Ein Sieg bisher in den ersten 10 Spielen, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Zuletzt zweimal in Folge verloren gegen Schalke und gegen Leverkusen. Klar, das sind auch gute Gegner. Andererseits muss man wirklich sagen, ein Sieg aus 10 Spielen, da hätten wir zumindest mehr erwartet. Das also, so viel hierzu. Das Spiel, ja, müsste jetzt dann bald angepfiffen werden. Eigentlich sollte 20 Uhr Anpfiff sein. Ihr kennt das, ist es manchmal mit den Zeiten so ein bisschen, dass man da ein bisschen noch was überbrücken müssen. Und es ist ja auch noch nicht 20 Uhr. Also von Ich daher meine, wirklich alles eine gut. Sache, die wir natürlich perfekt haben, sind natürlich auch die Nachrichten dieser Woche für den VfB Stuttgart. Absolut. Eine Riesenchance auch für euch zu Hause aus der Region eben mit dabei zu sein. Ich glaube, wir können auch mal kurz auf diesen Tweet schauen. Eben die große Kooperation zwischen dem VfB Stuttgart und der Gaming Bar Klatsch 23, die natürlich in Fellbach sitzen, schon Jahre auch schon aktiv sind, was FIFA und auch PES angeht hier im Raum. Waren erst in Stuttgart Ost, mittlerweile sind sie in einer größeren Location in Fellbach. Hammer Sache, dort auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und eben jeden Donnerstag jetzt die Option, eben auch sich ein bisschen ja, Namen zu schaffen in der lokalen FIFA-Szene und möglicherweise irgendwann die Chance zu haben, auch für den VfB Stuttgart zu spielen. Ihr habt ja oft in den Kommentaren nachgefragt, wie kann ich denn E-Sports-Profi werden, wie kann ich FIFA-Profi werden? Und das ist eine große Möglichkeit, wie das jetzt also in Zukunft funktionieren wird. Da werden immer wieder auch dann die Leute vom VfB dort sein, einfach mal vorbeigucken, mal die Talente anschauen. Und jeden Donnerstag, wie Tyler gerade schon gesagt hat, also gibt es dort ein Turnier, wo ihr auch mitzocken könnt. Da gibt es dann Wochenbestlisten, Monatsbestlisten, auch ein Grand Final, dann glaube ich fürs ganze Jahr habe ich gelesen von den Jungs. Also da gerne einfach mal vorbeischauen und übrigens auch noch ein schönes Hallo nach Fellbach. Schön, dass ihr auch einschaltet. Da gibt es nämlich heute ein Public Viewing dieses Kanals, dieses Spieles hier zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FC Nürnberg. Ja, natürlich. Am besten einfach über Instagram, Twitter oder Facebook oder einfach auf Google Klatsch23 eingeben. Findet ihr auf jeden Fall was und sonst auch auf allen Social Media Kanälen vom VfB Stuttgart wurde es überall schon geteilt. Also, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt nochmal auch für euch zur Info. Aber natürlich, die Sache, die wir fangen gleich an auf der PlayStation. Burak eigentlich keine Vorbereitung gehabt, um jetzt in diesem Spiel zu spielen. Es war sehr kurzfristig. Lukas ist sehr kurzfristig ausgefallen. Selber in letzter Zeit eher dann nur im Double unterwegs gewesen, nicht in den Einzelspielen. Klar, er tritt an gegen Bubu, der
Ja, auch so stark bisher noch nicht in der Saison war, aber zumindest was Tore angeht, stark vertreten war für Nürnberg und ja auch der, ja, zumindest Beste vorm Tor, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da können wir auch direkt mal reingucken. Wir gucken uns einfach mal Bubu an, würde ich sagen. In diesem Spiel, das wir heute und hier spielen, gucken wir uns einfach mal Bubu an. Der ist der erste Gegner und den haben wir hier schon mal ganz links im Bild. Das ist übrigens der komplette Kader des ersten FC Nürnberg. Wie gesagt, Bubu wird auf der PlayStation antreten. Und dann geht's für Subaru auf der Xbox weiter und dann also Kevin und Serhat. Aber jetzt schauen wir, wie versprochen, auf Daniel Bubu Butenko. Und Bubu bisher, ja, Rang 21 mit 18 Toren. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Zahl für ihn. Jetzt nicht die Creme de la Creme, würde ich sagen, aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus. Was aber auffällt, wenn wir die ersten vier Spiele gleich anschauen, mal ausgenommen am vierten Spieltag, das 2v2. Da muss er nämlich im 2 gegen 2 antreten, ansonsten im 1 gegen 1, also die Spieltag 1 bis 5 ausgeschlossen. Spieltag 4 hat er viermal in Folge das Einzel gewonnen, also sehr, sehr stark in diese Saison gestartet. Hat sich zum Anfang da wirklich gut ausgekannt mit FIFA 20, hat gut reingefunden. Ist aber auch wichtig, in dieses Spiel überhaupt reinzukommen. Dann natürlich auch noch andere Gegner und jetzt zum Schluss, dann musste er aber schon auch die ein oder andere Niederlage einstecken. Vor allem, wie du schon gesagt hast, die Tore, die er schießt, die sind jetzt zuletzt sehr, sehr viel geworden. Was habe ich gesehen in den letzten drei Spielen? Ja, sieht man auch hier nochmal. 9 Tore geschossen, also 3 im Schnitt. Das ist dann schon mal eine ordentliche Nummer. Ja, es spricht natürlich auch dafür, dass man viele Tore im ganzen Spiel hat. Und ja, wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt läuft. Klar, das Spiel sollte dann bald auch wieder losgehen oder überhaupt mal anfangen hier. Es ist heute nur ein einzelner Spieltag. Bisschen weniger Belastung vielleicht auch für die Spieler, aber die hatten natürlich auch schon mit FCWC ihre Hände voll. Zumindest für Malut ja auch. Aber jetzt erstmal springen wir dann auch rein in das Spiel zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart. Burak da an der Konsole, eben von rechts nach links in den weißen Trikots des VfBs und von links nach rechts Bubu, der zumindest am Anfang zumindest ja schon mal den Ballbesitz hatte und dann muss er aber ihn auch selber recht schnell aufgeben. Und jetzt ist es Zeit für Burak selber mal zu schauen, wie er denn nach vorne kommt. Aber wichtig auch für ihn ist, nicht so hastig nach vorne zu spielen, sondern erstmal das Spiel aufzubauen. Wir wissen alle, wie es aktuell ist in FIFA 20. Zu hastig spielen bringt dir eigentlich recht wenig. Spiel gerne nochmal zwei, drei Pässe nach hinten durch, bis du irgendwo eine Öffnung findest. Aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein schwieriges Spiel für Burak. Erstens konnte er sich nicht so gut darauf vorbereiten, weil er eben einspringt für den kranken Lukas. Und dazu braucht Bubu auch nicht viel Ballbesitz, hat jetzt aber Burak, ja, kommt da leider nicht durch. Schade. Vielleicht die erste Chance gewesen. Aber Bubu, wie gesagt, ist einer, der nicht viel Ballbesitz braucht und sich trotzdem Chancen kreiert. Wir sehen es auch hier wieder. Geht relativ schnell. Da gibt es kein langes Rumgeplänkel hinten rum, sondern das geht relativ schnell in des Gegners Hälfte. Darauf muss Burak vorbereitet sein. Das ist ihm klar und das muss er hier verteidigen. Trotzdem bisher in der Verteidigung ganz gut. Bubu noch nirgendwo so richtig durchgefunden. Schöner Pass, aber Burak ist dann doch recht schnell mit seinen Verteidigern da. Ist ja auch eine Sache, die uns, ich glaube, im letzten Spieltag schon aufgefallen ist. Im 2v2, Burak immer wieder und wieder. Einfach der Spieler, der irgendwo von hinten nochmal dazustößt, kurz den Ball abnimmt und dann selber das Spiel wieder in Kontrolle nimmt. Klappt natürlich immer sehr schön, aber manchmal auch ein bisschen risikoreicher. Aber jetzt hier selber wieder im Aufbauspiel und wir sehen es selber. Da sind so viele Nürnberger Trikots zurückgegangen. Es steht eigentlich keiner mehr wirklich vorne. Sind mehr oder weniger alle Spieler Richtung dem letzten Drittel positioniert, um hier eben das Leben für Burak ein bisschen schwieriger zu machen. Trotzdem findet er sogar mit den Passspielen noch recht viel Platz und jetzt dann eben irgendwie die Möglichkeit in die Mitte. Aber auch da klappt es noch nicht ganz. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Ja, Bubu macht das hervorragend mit seinen Sechsern, deckt da immer wieder diesen Pass auf den Stürmer ab. Damit hat Burak Probleme, in der Zentrale durchzukommen. Und das ist natürlich das A und O bei FIFA 20, dass du dich durch die Zentrale durchspielst, zu fallen. Ja, vermutlich 90% aller Tore durch die Mitte. Und so kommt Burak bisher noch nicht durch. Beide, ja, defensiv ganz gut, belauern sich da,
gucken, auch hier wieder gut mit dem Sechser verteidigt, dann mit dem Außenverteidiger wieder vor den Spieler gekommen, dass das Anspiel gar nicht funktioniert. Ich habe neulich ein Interview mit Jürgen Klopp gelesen, der hat gesagt, am besten ist es, die Stürmer gar nicht erst an den Ball kommen zu lassen. Und das genau versucht man auch in FIFA 20 hier immer wieder mit diesen Sechsern, die dann ja, das verhindern, dass vor allem in der Zentrale die Stürmer die Bälle nicht bekommen. Wenn man natürlich auch so sagen muss, in den letzten Wochen hier in FIFA 20 haben wir es immer wieder gesehen, dass eben selbst auch mal die längeren Schüsse wieder ein bisschen besser kommen als direkt am Anfang oder auch am Ende von FIFA 19, ähnlich wieder fast wie ja, Richtung Anfang von der FIFA 19 Saison, wo recht viel eben auch außerhalb vom 16er mit den Time Finishes draufgeschossen werden konnte und oftmals waren die dann auch direkt schon drin. Hier aktuell eine große Möglichkeit für Bubu, aber stark gehalten da und wichtig eben den Keeper rauszuholen auch für Burak und jetzt selber wieder einfach wieder die Ruhe reinbringen. Gar nicht mal hier das Ganze zu arg an ihn ranbringen zu lassen, sondern selber sein Spiel eben wieder zu gestalten. Jetzt geht er doch recht aggressiv nach vorn. Das klappt halt einfach noch nicht ganz. Ja, er muss die Geduld bewahren. Oh, jetzt hier ein Fehler von Bubu. Vielleicht kann ihn Burak direkt bestrafen. Steckt ihn nochmal durch. Toll gespielt und den hält er. Wahnsinn. Was eine Parade. Burak kann es nicht so richtig fassen, dass er den hält. Wahnsinn. Ich glaube, er hat den Torhüter gesteuert, wenn ich es richtig gesehen habe. Da in der 30. Minute, dass er da quasi aufs lange Eck geht. Und Burak hat auch genau das dann forciert. Man hat es ihm ja wirklich direkt angesehen, dass er wirklich selber kaum den Glaube hatte, dass der Ball nicht reingegangen ist in der Situation. 9 von 10 Malen geht er auch rein. Manchmal hat irgendwie FIFA dann doch noch einen anderen Plan. Aber wirklich schön gemacht dann auch nochmal mit dem Keeper. Und man merkt aber trotzdem, dass Burak immer wieder und wieder ja, den Druck jetzt auf Bubu erhöht. Ja. Hammer, wie der da dran kommt. Aber ich glaube, da muss er den Torhüter gesteuert haben. Sonst kommt er da nicht oder dran. Oder extrem Glück gehabt ja, mit der Situation. Ja, eins von beiden. Richtig, richtig. Aber es sah mir wirklich extrem danach aus, als hätte Bubu da den Keeper gesteuert. Und damit dieses Tor hier verhindert, also weiterhin 0:0. Es wäre die Riesenchance gewesen, auf 1:0 zu erhöhen. Bisher, hier kommt er nicht durch. Bisher die beiden Chancen, die entstanden sind, einmal auf der Seite der Nürnberger, einmal auf der Seite unserer Stuttgarter, jeweils durch einen Fehler im Mittelfeld und einem fatalen Fehlpass, der dann zweimal glücklicherweise für die Defensivmannschaft nicht im 0:1 geendet hat. Also, hier kommt es nur darauf an, wer den ersten oder wer den nächsten Riesenfehler macht, bevor es dann hier 0:0 hoffentlich nicht ausgeht. Ja, aber es ist halt immer wieder und wieder auch die Geschichte, dass man so weit gehen muss, dass klar, die Jungs sind an einem sehr, sehr hohen Niveau und dann eben jeder Fehler, der irgendwie gegeben wird, ist eine Riesenchance für den Gegner, um dann eben vors Tor zu kommen. Immer wieder hat man auch ein bisschen Glück, aber Burak sucht jetzt immer wieder und wieder diesen steilen Pass rein in den 16er. Momentan findet er noch nicht genau die Anspielstation, wonach er sucht. Ja, Bubu kommt jetzt hier bei außen vor, aber in den letzten Angriffen wird er jeweils sehr gut von Burak gestoppt. Er scheint da schon vorzuahnen, wo Bubu als nächstes hinpasst. Und das ist dann natürlich immer ein Riesenvorteil. Man kennt es auch selbst, wenn man gegen exorbitant bessere Spieler spielt, zum Beispiel in der Weekend League, und die dann scheinbar schon in deinem Kopf drin sind, weil die wissen, wo der nächste Ball hingeht. Das hat Burak in den letzten Angriffen so ein bisschen geschafft bei Bubu, damit auch so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Und kann jetzt offensiv mehr Akzente setzen, weil er halt häufiger den Ball hat, auch wenn er ihn jetzt hier verliert. Ja, jetzt letzte Minute vor der Halbzeit. Natürlich Nachspielzeit kommt immer noch mal mit dazu. Aber das könnte jetzt rein theoretisch der letzte Angriff sein, wenn Bubu das richtig ausspielt. Er spielt auch erstmal nach hinten. Er hat den letzten Angriff selber auch schon vor sich liegen. Aber perfekt ist es doch nochmal, Burak, der den Ball kommt. Man glaubt kaum noch mal rechtzeitig nach vorne kommt, nimmt jetzt einfach das Unentschieden mit in die Halbzeit. Und es hätte halt doch noch mal so sein können. Bubu eigentlich ein bisschen zu aggressiv versucht nach vorne zu gehen. Er hätte eigentlich noch mal so 30, 40 Sekunden gehabt, bevor er dann wirklich nach vorne pushen muss. Bevor dann eben abgepfiffen wird. Es ist halt wirklich so, dass in FIFA, egal ob du 8 Minuten spielst und 4 Ecken noch für dich entscheiden kannst, das Spiel geht weiter und die Ecken werden irgendwie noch weiter gespielt.
kann man halt durchaus mal machen, um da irgendwie die letzte Chance noch rauszuholen. Und es hat auch durchaus, glaube ich, den ein oder anderen Profi schon viele Nerven gekostet. Ja, allgemein in der ersten Halbzeit sehen wir ein gutes Spiel von beiden Spielern. Die versuchen, Fehler zu vermeiden und deswegen kreieren sie hier nicht die allergrößten Chancen. Jeweils eine auf beiden Seiten gab es, also es könnte auch schon 1-1 stehen, aber ein Unentschieden aus meiner Sicht absolut verdient bis hierhin. Wir hoffen natürlich, dass das in der zweiten Halbzeit für Burak ein bisschen besser wird, dass er sich da ein Beispiel nimmt an den Profis im realen Fußball, die ja gegen Nürnberg am Montag 3-1 gewinnen konnten. Kubo kommt nicht durch, gut verteidigt von Burak und jetzt vielleicht mal die Chance zum schnellen Umschalten. Ist noch nicht vorbei. Kubo läuft aber schön die Mitte zu, kriegt deswegen genug Spieler hinter den Ball, weil Burak einfach ein bisschen langsamer machen muss, um hier Kontrolle zu behalten. Und so also weiterhin Burak im Ballbesitz. Oh, jetzt ein schöner vertikaler Ball. Das könnte jetzt ganz spannend werden. Schön abgelegt und den hält er wieder. War auch nicht der allerhochprozentigste Abschluss, muss man auch sagen, aber es war toll rausgespielt. Klasse Chance, da hätte ich applaudiert im Stadion. Ja, es war sehr, sehr schön rausgespielt in der Situation, aber es klappt hier noch nicht so ganz für Burak. Immer wieder sind es die Fehlpässe, immer wieder sind es einfach, ja, in der Situation eben wieder ein schwacher Abschluss oder gerade auch eben nochmal so ein Skill zu viel, der vielleicht mit einem Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Jetzt aber trotzdem viele Lücken hinten drin für Burak. Bubu kommt da gut durch. Schön, aber den Keeper rauszuholen. So klappt es dann doch nochmal. Klar, Burak immer wieder hätte jetzt die Option, nach vorne zu spielen, aber er hat einfach nicht die Anspielmöglichkeiten, um dann wirklich ein Spiel zu gestalten. Und einfach nur mit stur durchlaufen klappt es halt einfach hier im VPL-Modus noch gar nicht. Noch allgemein im kompetitiven FIFA noch nicht so ganz. Jetzt aber schön rausgespielt. Das sollte die erste richtige Möglichkeit sein. Wir hören ihn hier auch ein bisschen schreien. Und er kann sich selber kaum glauben, dass das noch nicht das Tor war. Trotzdem geht's weiter für Burak. Sucht die weiteren Pässe. Sicherlich jetzt. Es ist schon wieder ein Verteidiger dazwischen. Und es klappt einfach noch nicht hier. Und Florian, klar, jetzt die Sache für Burak, umso wichtiger, einen kühlen Kopf zu bewahren. Selber jetzt seine Spieler wieder nach hinten durchzubekommen. Und eben nicht diesen Tiltfaktor in die Falle zu laufen, trotzdem, Pupu. Boah, hätte durchaus mal ein 1-0 sein können, aber auch da, Burak, ich habe das bisschen nötige Glück noch gehabt. Ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Spiel. Wenn auch nicht das allerhöchstklassigste oder das allerhochklassigste, aber trotzdem bisher ein wirklich spannendes Spiel. Bubu mit seinen Chancen, aber Burak auch auf jeden Fall mit Chancen. Also es könnte hier für beide Spieler schon zur Führung gereicht haben. Es steht aber halt weiterhin noch 0-0. Die Effektivität ist die Schraube, an der beide noch drehen müssen. Und die kriegen sie bisher in den ersten 70 Minuten noch nicht so weit gedreht, dass es dann zum Tor reicht. Also von daher weiterhin Burak auf dem Weg nach vorne. Versucht sich wieder Bubu richtig hinzustellen, wieder richtig hinzulegen, um dann eiskalt zuschlagen zu können. Das ist hier, ja, die gucken sich aus, die belauern sich. Und Burak schon mit dem einen oder anderen traumhaften Spielzug, der halt dann nicht zum Tor geführt hat, gut hier den Abschluss gesucht, einfach mal draufgehalten. Auch das keine schlechte Idee. Und dann direkt Druck gemacht. Klasse, der Ball zurück bei ihm. Viertelstunde in-game noch zu spielen. Komm schon, Burak! Hol die ersten 3 Punkte für unseren VfB. Ja, natürlich, wie die Profis auf dem echten Rasen am Montag nur 3 Punkte holen könnten, stehen unseren Jungs natürlich die Möglichkeit auf 9 Punkte auf jeden Fall schon mal im Raum. Aber jetzt Burak schön nochmal in der Mitte. Vielleicht diesen einen Pass zu viel schon wieder. Auch dort kommt er nicht zum Abschluss. Es ist wieder Bubu am Ball. Wie weit wird er dieses Mal kommen? Immer wieder und wieder. Burak früh gestört. Auch hier kommt er wieder gut dazwischen. Und jetzt eben selber wieder sein eigenes Spiel nach vorne spielen. Und vielleicht ist ja dieses Mal die Chance, die dann auch wirklich aufs Tor geht und das 1-0 hier für ihn bringt. Sehr, sehr schwierig. Und auch hier ist es eben so ein, ja, Pass, der dann direkt wieder in die Hände von Bubu läuft. Zumindest zwischen die Füße der Nürnberger. Ja, und Bubu, der versucht jetzt hier erstmal ein bisschen durchzuatmen, hat jetzt hier eine gute halbe Stunde, wurde er hier eingeschnürt von Burak.
offensiv und dann defensiv sofort das Pressing gestartet und dadurch frühe Ballgewinne generiert. Und ja, Bubu, wie gesagt, jetzt erstmal durchatmen, hat jetzt aber in den letzten 20, 30 Minuten nicht mehr die Chancen, die er davor hatte. Er auch kommt nicht mehr so gut nach vorne. Burak macht das klasse, auch wenn er hier den Ball verliert. Ja, 5 Minuten knapp sind es noch in-game plus nochmal die Nachspielzeit. Burak selber hatte immer wieder und wieder die Chancen, die du gerade schon angesprochen hattest. Aber wir wissen selber, manchmal brauchst du nur eine Chance und dann klappt schon. Du hattest vorhin schon gesagt, Bubu kann sehr, sehr viel machen, selbst mit wenig Ballbesitz. Abseits haben wir hier, Abseitsposition. Ja. Puls wieder runter. Kurz durchatmen, vielleicht noch mal ein paar Wechsel tätigen. Wir sehen es hier. 59% Ballbesitz, 6 Schüsse, 5 davon aufs Tor. Und bisher noch kein Tor hier für unseren VfB Stuttgart. Und wir sehen es jetzt direkt. Recht aggressiv auf Seiten von Burak. Wechselt auf die Dreierkette und geht dann natürlich volles Risiko ein. Mit der Hoffnung, dass er eben gleich die Führung für sich holen kann. Könnte natürlich auch nach hinten losgehen. Du sprichst es an, das Risiko. Es ist immer viel Risiko eben da drin. Und es klappt eigentlich mit so einer Aufstellung besser in Futs als im 85er-Modus, muss man so sagen. Andererseits, wie die Jungs da rangehen, mit welchem Mindset, ist natürlich auch, entweder du verlierst, wenn du unentschieden spielst, 2 Punkte, weil du nicht gewinnst, oder du verlierst halt dann am Schluss 1 Punkt, wenn du halt verlierst. Also von daher. Und eine große Sache in der Hinsicht auch nochmal, natürlich, klar, wir haben viele Teams in der Hinsicht, okay, immer wieder jeder Punkt zählt, aber die Top 6 zu erreichen, musste halt doch hier und da deine Siege einfahren können. Jetzt eben die Schlussminuten auch mit dabei. Gerade gegen eine Mannschaft wie den 1. FC Nürnberg musst du dann die Siege einfahren. Das geht gar nicht anders. Aber hier, oh, viel Risiko, wenn er den Ball verliert, hat Bubu die Monsterchance, tut er aber nicht. Und geht seinesseits wieder aufs Nürnberger Tor. Vielleicht hat er jetzt die Chance. Geht mit Massimo. Kann ihn nochmal zurücklegen. Nee, Ball im Aus. Schade. Schade, schade. Und das könnte sie gewesen sein, die letzte Chance. Das könnte sie gewesen sein, wenn es Bubu gut ausspielt. Aber Burak macht direkt viel Druck. Will den Ball hier gar nicht kurz rausspielen lassen. Spielt Bubu gerade einfach ein bisschen auf Zeit, um zu schauen, ob er diesen Punkt hier mitnehmen Angriff kann. Vielleicht ja, noch vielleicht mitnehmen kann. Schauen kann wir mal, aber nicht. Jetzt ist es Burak und er hat jetzt diesen letzten Angriff für sich eben zu entscheiden. 40 Sekunden sind es noch knapp in Game und jetzt eben geht's vors Tor. Er muss jetzt nur noch vorne bleiben, verliert er den Ball und es ist nur der eine Punkt in diesem ersten Spiel. Es ist nur das Unentschieden für Bubu und Burak. Und dann mal gleich schauen, was der gute Burak im Interview zu sagen hat. Ich gehe schon mal nach draußen und schaue, wann er da auch wirklich mit dazu stößt. Ist noch not amused, guckt sich hier nochmal die Wiederholungen an, schickt den hier eigentlich ins Eck, aber es war gut gehalten vom Keeper und davor das, ja, einfach auch gut gehalten, gut gesteuert vom Keeper, so ehrlich müssen wir sein. Viele Ballaktionen hatte Burak, vor allem die letzte halbe Stunde war er deutlich besser. Davor wäre vielleicht möglicherweise auch ein Sieg für Bubu oder ein Unentschieden drin gewesen, aber ich finde, dank dieser letzten halben Stunde hätte Burak sich den Sieg verdient. Natürlich, wir haben auch immer so ein bisschen die VfB-Brille auf. So ist es nun mal bei uns hier auf dem Kanal. Aber ja, wir hätten es ihm gewünscht, trotzdem einen Punkt. Auch das ist nicht ganz verkehrt, gegen den 1. FC Nürnberg schon mal diesen Punkt zu holen. Die Nürnberger, wie gesagt, 3 Punkte vor ihnen in der Tabelle. Und jetzt schauen wir mal, was Tyler und Burak so besprechen. Ja, nicht das Ergebnis, was wir uns natürlich erhofft haben in diesem ersten Spiel. Klar, für dich recht kurzfristig für Lukas eingesprungen. Ist es diese leicht fehlende Vorbereitung, die so ein bisschen gefehlt hat? Ich habe zum Beispiel gestern, ich glaube, 7-8 Stunden Ultimate Team gespielt. Deshalb war es eine Umstellung für mich. Ich habe jetzt auch relativ kurzfristig Bescheid bekommen. Deshalb habe ich jetzt vor dem Spiel nochmal ein Aufwärmspiel gehabt. Aber offensiv hat man gesehen, die Spots, die ich hatte, müssten meiner Meinung nach rein. In Ultimate Team wären sie zu 1000% drin gewesen. In dem Modus
Gut, das mit Gomez, das will ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich glaube, ihn sollte ich mal auf die Bank stellen, vielleicht trifft er dann wieder. Aber das mit Koulibaly, dass ich zum Beispiel nach oben schieße, er schießt in die Mitte oder ich schieße ins kurze Eck, der Torwart hätte keine Chance gehabt und der wird abgeprallt. All diese kleinen Sachen, das ist keine mangelnde Vorbereitung, das ist einfach nur Spielpech. Und er hatte auch 2-3 Chancen, da habe ich halt mit Kral den Winkel gut verkürzt, nämlich rausgekommen bin, aber ja, im Insgesamten schade. Ja, natürlich Richtung Ende nochmal umgestellt, Dreierkette hinten. Natürlich, um zu versuchen, den Sieg in der Situation zu holen, immer wieder ein bisschen Risiko damit drin. Aber natürlich für euch das Ziel doch Top 6 und ja, so erreicht man es dann doch noch einmal am meisten. Für dich jetzt die Sache, klar, Malut in seinem nächsten Spiel eigentlich auch einen Gegner, den man natürlich nicht unterschätzen sollte, aber nicht zu viel erreichen sollte. Natürlich dann Fokus mit Malut später das 2v2. Dort schon, ja, zumindest klar, bisher noch nicht so die Erfolge gehabt, aber seht ihr da gute Chancen gegen Serhat und Kevin? Also das mit Marcel darf man jetzt halt auch nicht vergessen. Wir haben aus unseren ersten 4 Spielen hatten wir 2 Siege und 2 Unentschieden und beide Unentschieden kamen in der 92. Wenn wir da mit dem Abschlag keinen Fehler machen, haben wir 4 Spiele, 4 Siege im Doppel und dann entsteht diese Frage erst gar nicht. Also wir haben halt intern jetzt geschaut, okay, ob wir eine bessere Kombination finden. Es ist nicht so, dass wir schlecht sind, sondern wir haben einfach versucht, eine optimalere Lösung zu finden. Und das ist dann auch wiederum schade, weil ich mich mit Lukas auch diese Woche eingespielt habe, dass wir da zu zweit nicht spielen können. Aber gerade weil wir auf der Xbox spielen werden, denke ich, dass ich mit Marcel trotzdem immer noch einen Top-Partner habe und dass wir trotzdem in das Spiel reingehen werden und sagen, hey, wir wollen gewinnen. Genauso habe ich es in meinem Einzel versucht, auch umgestellt, weil wir haben eine klare Devise. 3 Punkte sind 2 Punkte mehr als 1. Also wenn wir mal aufgrund der Dreierkette einen Punkt liegen lassen, holen wir das in einem anderen Spiel, in dem wir das Spiel noch gewinnen, wieder raus. Und deshalb gab es eigentlich für mich nur eine Option, nach vorne spielen. Ich habe auch, glaube ich, die zweite Halbzeit sehr lange mit Teampressing gespielt. Dann wollte ich umstellen, als ich Teampressing rausgemacht habe. Leider kam die Umstellung dann zu spät. Aber ja, wir gehen auf Sieg und ich hoffe, dass der Marcel jetzt wenigstens gewinnt und seine Chancen nutzt. Ja, natürlich auf jeden Fall schon mal ein gutes Kampfwort für auch das 2v2 später schon mal. Wir schalten wieder zurück und natürlich dir dann viel Erfolg im 2v2. Also, ihr im Chat sagt es schon richtig, schade. Schade war es, dass Burak hier nur einen Punkt holen konnte, hatte gute Chancen, hatte da auch klasse gespielt. Teilweise sehr sehenswerte, da kommt Tyler wieder, kommt schnell zu mir ins Studio. Hatte sehenswerte, sehr, hatte stellenweise, jetzt fange ich nochmal von vorne an, du bringst dich ganz durcheinander. Hatte stellenweise sehr sehenswerte Spielzüge. Auch Burak hat das wirklich klasse gemacht und am Ende fehlt dann aber, ja, dieses, wir sind schon wieder beim Thema Game Luck, aber in dem Fall hatte er selbst ein bisschen was davon gehabt, dass Bubu keine Kiste macht. Sonst wäre er hier nämlich noch mit einem noch längeren Gesicht da gestanden. Ja. Aber selbst hat er natürlich auch 3-4 echt gute Chancen gehabt, die dann halt leider knapp nicht ins Tor finden. Ja, eine Sache, die halt auch doch nochmal dazu zählen, die wir ja auch während dem Spiel immer wieder und wieder angesprochen hatten, waren halt eben so weit, dass man klar immer wieder die Chancen hatte, hat immer wieder sehr gut ausgesehen. Aber dann ist halt eben dieser ja, eine Fehlpass, der dann überhaupt dazu führt, dass jetzt Burak vor dem Tor steht oder dass auch Bubu mal eine gute Chance hat, vor das Tor zu kommen, ist halt einfach so die Sache, da trennt man dann eben die Top-Spieler von denen, die unter Druck ein bisschen mehr Probleme dann bekommen. Klar ist trotzdem, dass Burak besser gespielt hat, wie er selber gesagt hat, die Tore müssen eigentlich reingehen, in Foot gehen die auch rein, hatte ich auch immer wieder und wieder gedacht. Ich stand hier schon bereit zum Jubeln. Und jedes Mal prallt der Ball noch irgendwo ab. Wollte hier schon vorne und, auf den ja. Knien rutschen. Ja. Und überhaupt da noch so dann die Ruhe zu behalten und so weiter zu spielen. Klar, versucht man auf den Sieg zu gehen. Jetzt natürlich schauen, dass Malut das Ganze dann gleich umsetzen kann in seinem Spiel. Natürlich für ihn auf der Xbox. Ich hatte es gerade im Interview und wir hatten es auch vorhin schon in der Show angesprochen. Sein Gegner bisher noch nicht so überzeugt. Ja, sein Gegner ist Subaru Mikey Sagano, 31 Jahre alt, Japaner. Kam vor der Saison also aus Japan zum 1. FC Nürnberg, ist übrigens 2018 Asian Football Gaming Championship, die hat er gewonnen, ist also offizieller Asienmeister 2018 geworden kam mit reichlich Vorschusslorbeeren, aber am Ende war es dann doch so, dass er bisher in der VBL nicht überzeugen konnte. Die Statistik, wir haben es vorhin schon mal vorgetragen, da können wir auch jetzt nochmal genau drauf gucken auf die Grafik, bisher nur
Zwei Tore sehen wir da. Ich glaube, die Grafik stimmt nicht 100%, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ist zwar die offizielle Seite der Virtual Bundesliga, aber ja, Subaru Mikey. Erst ein Sieg sehen wir da auch, Nummer 53, das ist der letzte Platz. Beziehungsweise haben ein paar gespielt, die haben noch nie gewonnen, aber das gibt es eigentlich fast gar nicht. 53. Platz, wenn du mal denkst, 22 Mannschaften, jeweils 2,5 Spiele im Schnitt wahrscheinlich, dann sind wir da schon recht schnell am Ende. Ein Sieg bisher nur im Einzel. Ja, die Sache mit diesen zwei Toren und einem Sieg, obwohl dann vielleicht während einem Spiel direkt in den ersten zwei Spielen schon drei Tore oder so gefallen sind für ihn, ist halt immer so, dass manchmal liegt es sogar einfach daran, dass dann zwar Tore geschehen, aber die nicht auf dein Konto gehen, weil sie irgendwie noch komisch abgefälscht sind. Aber ich glaube, da stimmt irgendwas mit der Statistik nicht. Ist halt immer wieder das Problem, wenn du versuchst, so viele Spiele in der Datenbank zu haben, hast du hier und da mal deine Probleme. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt eine Datenbank haben. Ich finde es zumindest schon mal so weit, dass wir am Anfang der letzten Saison nicht wirklich überhaupt Zugriff zu den Statistiken hatten. Ist schon mal besser geworden, aber natürlich auch diese Statistiken könnt ihr zu Hause auch immer mitverfolgen. Auf der Virtual Bundesliga Seite. Und da vielleicht noch ein kleiner Shoutout an die Virtual Bundesliga. Es wäre grandios, es wäre wirklich klasse, wenn wir die Statistiken der letzten Jahre auch einsehen könnten, um einfach nochmal so ein bisschen euch auch Historisches hier darzubieten. Mittlerweile sind wir ja schon in der zweiten Saison, das ist ja dann schon fast Tradition, zumindest wenn man nach RB Leipzig geht. Und von daher wäre das wirklich klasse, wenn ihr zuschaut, dann einfach die Statistiken der letzten Saison auch noch damit reinpacken, einfach ein bisschen Historisches. Dann haben wir hier auch noch mehr Material, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und können es den Zuschauern daheim noch ein bisschen mehr Entertainment bieten, was wir hier sowieso schon machen. Ja, ich meine, eine Sache ist natürlich immer die, dass man gewisse externe Partner hat, die zum Beispiel dann noch die Statistiken von den Finalspielen haben, aber viel mehr haben wir eigentlich dann auch wirklich nicht. Aber trotzdem, natürlich Statistik hin oder her, bisher in dieser Saison Marluz auf jeden Fall schon stark gespielt. Vielleicht noch nicht seine Topform von letzter Saison mitbringen können, aber zumindest schon mal eine starke Leistung von ihm. Und ja, natürlich, es ist der letzte Spieltag dieses Jahres. Danach erstmal Winterpause, den Luxus, den wir natürlich ein bisschen genießen hier in der virtuellen Bundesliga und auch in der normalen Bundesliga, während man, ja, zum Beispiel, wenn man nach Großbritannien schaut, eigentlich die ganze Zeit auch durchspielt. So sieht's aus. Also, hier die User, euer Chat wird natürlich, eure Fragen werden nicht ignoriert, aber wir haben natürlich auch nicht die ganze Zeit hier drauf zu schauen. Wir wollen ja auch die anderen Leute ein bisschen unterhalten. Also fühlt euch da nicht ignoriert. Wir versuchen, auf die Fragen einzugehen, soweit es dann geht, können aber nicht alle Fragen beantworten. Bitte seht uns das nach. Wir haben hier viel zu tun. Wir sind sowohl in Twitch als auch in YouTube online und wir kriegen hier durchgehend Kommentare. Vielleicht setzen wir dann einen hin, der nur noch Kommentare vorliest. Also, wie gesagt, seht es uns nach und stellt die Frage gerne nochmal, wenn wir sie beantworten können. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Wo wir jetzt näher drauf eingehen, ist auf jeden Fall nochmal Marluz. Auch da können wir kurz noch in die Statistik reinschauen und später vielleicht sogar noch in eine kleine Analyse, wenn wir dazu noch Zeit haben. Und hier sehen wir ihn, ist im Moment mit 19 geschossenen Toren Tabellen 18. Was die Torschützenliste angeht, das ist ganz ordentlich, das ist ja echt vertretbar. Genauso bei den Siegen, da hat er auch schon 7 Stück geholt. Im 2v2, das dürfen wir jetzt nicht ganz so hoch hängen, dass er da nur in Anführungsstrichen auf Platz 33 steht, weil er einfach die letzten Spiele im 2v2 gar nicht mehr gespielt hat, also auch nicht hätte gewinnen können. Von daher ist das also der Fall. Wir haben Burak und du hast gerade schon mit Burak nochmal draußen gesprochen für das 2v2 später. Die beiden kennen sich, die beiden schätzen sich, die beiden haben auch schon zusammen erfolgreich gespielt, nur sie haben dann einfach noch geguckt, wo können sie noch erfolgreicher spielen. Deswegen gab es da diesen Wechsel, der ja jetzt zurückgewechselt wurde, weil eben Lukas leider krank geworden ist. Ja, natürlich. Wir haben gerade noch ein paar Fragen wieder reinbekommen. Ich dachte, ich gehe mal kurz darauf ein. Zum einen, wann ist das nächste Spiel? Zeitnah. Wir schauen gerade, dass die Jungs halt eben bereit sind. Die Invites müssen erstmal durchgehen. Wir wissen selber, wie das ist mit den Servern manchmal. Da kann es manchmal ein bisschen länger dauern. Andere Sache, wie kann man sich zum E-Sportler bewerben? Das ist eine ganz große Sache, wo natürlich diese Woche auch auf den Social-Media-Kanälen vom VfB eSports-Team eben eine News zu rauskam. Die Kooperation zusammen mit Clutch 23, natürlich die Gaming-Bar in Fellbach, die ja dort halt eben auch die Möglichkeit bieten wird, dass, falls ihr aus der Region seid, ein bisschen euch als Talent dort aufzubauen, zu beweisen,
gegenüber anderen Spielern und dann möglicherweise irgendwann die Chance zu haben, für unseren VfB Stuttgart zu spielen. Genau, folgt da unbedingt den sozialen Kanälen des VfB Stuttgart, zum Beispiel auf Twitter und auf Instagram war das jetzt beides zu lesen. Da ist es der letzte bzw. der vorletzte Post, glaube ich, gewesen. Also wenn ihr da nochmal drauf geht, dann seht ihr da auf jeden Fall nochmal, worum es hier bei dieser ganzen Geschichte geht. Mit Klatsch 23, mit dieser Gaming Bar, da gibt es ab jetzt jeden Donnerstag ein Turnier, bei dem ihr euch beweisen könnt. Und dann gibt es da auch Statistiken dann über das ganze Jahr hinweg gesehen. Und wenn ihr dort alles rasiert, dann könnt auch ihr den Weg zum E-Sportler schaffen. Ist natürlich nicht garantiert, aber bei solchen Sachen kann man sich immer sehr, sehr gut empfehlen und dann fallt ihr da auch ganz sicher auf. Ja, ich glaube, eine Sache, die man so allgemein sagen kann, ist immer wieder gute Weekend-League-Ergebnisse zu haben, die auf Social Media zu teilen. Immer wieder die Möglichkeit, irgendwie einen Namen für sich zu machen und wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann der VfB Stuttgart auch auf euch sogar zu und sagt, wollt ihr nicht bei euch, ja, bei uns mitspielen. Soweit ich weiß, kann man da einfach so hingehen. Am besten einfach mal die News nochmal genauer durchlesen. Da sollte genau alles stehen, wie ihr selber dabei sein könnt. Mit Anmeldung und Pipapo nach Fellbach kommt ihr einfach mit der S-Bahn. Also alles kein Problem. Wir haben noch kleinere Probleme mit dem Invite. Haben wir gerade gesehen. Das funktioniert hier bei uns für das nächste Xbox-Spiel noch nicht perfekt. Also da sind wir jetzt aber gerade dran. Und das wird dann in den nächsten Tagen, in den nächsten Sekunden und Minuten. In den nächsten Tagen. So lange müssen wir noch warten. So, wir müssen noch Zeit überbrücken. Ich habe einen Schlafsack dabei, du nicht? Mir wurde das nicht Bescheid gegeben, aber wer weiß, mit der aktuellen Parksituation hier rund um das ganze Neckarpark-Areal, wie man es nennen möchte, ist natürlich wirklich extrem. Ich glaube, wir haben drei Veranstaltungen plus unseren VBL-Spieltag heute hier. Einfach viel, viel los. Parken war ganz lustig. War auch für die Jungs ganz lustig, was ich da schon mitbekommen habe, als die Jungs vorhin reinkamen. Hier und da ein paar Verspätungen. Aber so ist es halt einfach. Weitergehen soll es bald. Für die, die gerade erst einschalten natürlich. Kleiner Rückblick schon zum Anfang der Show. Für die, die dachten, okay, wir können gleich Lukas sehen. Der hätte im ersten Spiel spielen sollen, ist aber krank. Deswegen ist Burak da auf der PlayStation eingesprungen. Konnte sich leider nur den einen Punkt sichern, hat alles gegeben, hatte die Chancen, hatte nicht das nötige Glück, um dann eben auch mal ein Tor zu bekommen. 0-0 ist ausgegangen, damit zumindest schon mal ein Punkt für unseren VfB Stuttgart auf dem Konto gebucht für diesen letzten Spieltag vor der Weihnachtspause. Und ich kann jetzt schon sagen, ich werde euch alle im Stream auf jeden Fall vermissen und auch alle hier im Studio. Immer auch die Leute hinter der Produktion. Aber ich glaube, wir haben uns dann auch eine schöne Pause erstmal verdient über die Ferienpause, normale Fußball geht dann ja auch irgendwann in die Pause und dann machen wir international schauen. Ja, genau. Aber es geht ja dann schon, ich glaube, am 8. Januar weiter. Also da seid ihr dann wieder wöchentlich am Start. Der Termin ist jetzt immer donnerstags, immer wie gehabt die Uhrzeit 17:45 sind wir dann live drauf für euch donnerstags und Mittwochs, glaube ich. Mittwochs? Ja. Ah, dann habe ich... Liege ich komplett falsch, immer Mittwochs. Ich glaube aber, ihr könnt sogar über die VfB Stuttgart Seite, gibt es irgendwo einen Tab für E-Sports und da gibt es irgendwo einen Kalovo-Kalender, wo ihr alle Spiele auch bei euch in euren privaten Kalendern zur Verfügung haben könnt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nie wieder ein Spiel vermisst. Oder andere Option, einfach hier ein Abo dalassen. Abo dalassen, liken auch immer natürlich. Und dann wird es überall auf den Social Medias einfach dabei sein. Glocke setzen und was man nicht alles noch kann. Ganz genau, dann habt ihr einfach eine Push-Nachricht auf dem Handy, wenn es dann wieder losgeht. Ja, und losgeht, das ist... Ja, die Teasy-Army ist auch schon da. Teasy ist zwar, glaube ich, aktuell nicht im Chat, aber natürlich die Fans von denen, die sind ja wirklich überall vertreten und auch immer aktiv hier bei den VBL-Spieltagen. Los soll es bald gehen. Ihr merkt schon so ein bisschen, wir hatten eigentlich vor, so zeitnah ins Spiel zu springen. Liegt halt einfach immer ein bisschen an den Servern. Ist immer schwierig, kennen wir, glaube ich, so gut auch von zu Hause, wenn es manchmal nicht klappt. Das magische dreimal Konsole restarten, der Gegner muss restarten, irgendwie anders inviten und so weiter und so fort. Klappt dann irgendwann doch unterm Strich noch. Und werden wir mal schauen, was draus wird. Wird auf jeden Fall top. Wir haben eigentlich schon alles gesagt zum Spiel, was zumindest zu erwarten ist.
Klar ist es trotzdem, dass ja, da es können nicht wir immer so schnell gegeben ist. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, um auch solche Zeiten zu überbrücken. Subaru, was können wir von Subaru erwarten? Ah, wir haben auch noch eine Analyse, in die können wir auch noch gleich reingehen. Ja. Aber erstmal kurz zu Subaru, was können wir von ihm erwarten? Hohe Passgenauigkeit, aber wenig Ballbesitz. 4-2-3-1 kompakt im Normalfall oder einen 4-2-2-2. Alles jetzt nicht unbedingt irgendwie super crazy oder die Neuerfindung des FIFA E-Sports. Also von daher bin ich da ja doch sehr gespannt. Malut, es ist ein Must-Win für Malut. Das müssen wir so sagen. Er muss dieses Ding hier gewinnen. Und mit Zagano hat der erste FC Nürnberg übrigens als erster deutscher Fußballverein im professionellen E-Sports-Bereich einen Nicht-Europäer verpflichtet. So. Auch noch das noch, ist noch eine Spezialinfo von mir für euch zu Hause. Also einfach mal durchfragen. Der Florian, der erzählt es euch dann. Ja, eine Sache, die wir natürlich auch noch haben, ist zum einen die Analyse, wo wir gleich mal reinschauen können, die natürlich auch bei euch immer wieder gut ankommt. Da kann euch der Florian gleich mehr zu sagen, um welchen Clip es da dann auch gleich geht. Ich glaube, es war irgendeine Aktion zwischen VfB und Schalke, wenn ich mich da zumindest richtig erinnere, was du vorhin schon angekündigt hattest, was du unbedingt zeigen wolltest. Jawohl, wir schauen einfach mal rein in diese Analyse. Wir schauen den Clip einmal komplett an und dann nehmen wir das Ganze mal auseinander. Das hier ist die Aktion von Malut, wenn ich es richtig weiß, der hier die Kiste macht. Und das sind also diese Ecken, von denen immer alle sprechen, die nicht mehr hoch ausgeführt werden im normalen FIFA, sondern einfach immer flach ausgespielt werden. Wenn du hoch diese Ecke ausspielst, dann hast du hier eine Überzahl an Schalkern in diesem Fall. Wenn wir mal hier drauf gucken, haben wir 4 Stuttgarter Spieler und das sind 8 Schalker auf diesem Raum. Wenn wir ein bisschen kleiner machen, dass die Außen nicht mit dazu sind, sind sogar nur 3 Stuttgarter Spieler. Da haben wir noch den Torwart ganz links und dagegen 8 Schalker Spieler. Also deswegen werden diese Bälle einfach nicht hoch ausgeführt. Du hast einfach eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass du hier den Ball an deinen Spieler bekommst und dann auch noch ins Tor. Also die Wahrscheinlichkeit geht in diesem Bereich G0. Wir schauen uns das Ganze mal in Slow-Mo an. Der Ball hier oben zieht dann quasi diese Spieler hier raus aus der Verteidigung. Auch hier haben wir dann ein paar Wege, die rausgehen. Und wenn der Ball dann andererseits wieder zurückgeht, dann hast du eine konträre Bewegung, also eine gegensätzliche Bewegung, die dann natürlich für Erfolg sorgen kann. Malut macht das hier ganz klasse, wartet hier übrigens auch, wir gucken nochmal drauf, lang genug, dass es kein Abseits ist. Hier steht er noch. Das ist so krass, eben auch da das Auge drauf zu haben. Exakt, exakt. Hier steht er noch im Abseits der Spieler, wenn wir mal hier die Linie einzeichnen. Hier ist ungefähr die Abseitslinie. Also der Spieler steht klar drinne, wie wir hier vorne sehen. Und wenn wir dann hier weiterlaufen lassen, dann sehen wir jetzt im Moment der Ballabgabe. Wir können noch mal ein kleines Stück zurückgehen, um dann hier ganz genau zu sein. Hier im Moment der Ballabgabe haben wir eben diesen Spieler, wo dann der Ball hingeht. Ich würde mal die Abseitslinie ungefähr so einzeichnen. Haben wir den Spieler, wo der Ball dann am Schluss nicht hingeht, der ist nicht mehr da im Abseits. Und dann hat er natürlich noch das Glück, dass dieser Spieler hier in der Mitte seinen Gegenspieler blockiert. Und so kommen dann Eckballtore zustande. Übrigens wieder mit Effe aufs kurze Eck geschossen. Ja, das ist ein großer Hit in FIFA 20, der funktioniert hier wesentlich leichter als im realen Fußball, aber so ist dieses Spiel. Es ist eine Fußballsimulation und ja, wenn ihr mehr solche Analysen sehen wollt, schreibt das gerne auch in die Kommentare rein, dann können wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Nachher zum 2v2 habe ich auch nochmal eine Analyse, da können wir dann auch nochmal drauf eingehen, wenn wir da noch ein bisschen Zeit zu überbrücken haben. Ja, wir haben im Moment keinen Zwischenstand, also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es noch dauern wird, weiß auch in der Produktion keiner. Deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach mal auf die Tabelle. Die ist ja schon relativ aussagekräftig nach 11 Spieltagen. Da müssen wir einfach mal gucken. Wir können auf die letzten Spiele gucken, des letzten Spieltages, weil am Montag wurde ja gespielt von unserem VfB und die Spiele der DFL,
also der des realen Fußballs, dürfen nicht gleichzeitig stattfinden mit der virtuellen Bundesliga. So wurde also dieses Spiel auf heute verlegt. Nur deshalb sind wir auch heute und hier am Start. Und dann können wir mal gucken, wie die anderen Mannschaften da schon gespielt haben. Wie gesagt, das Nürnberg-Spiel, das ist noch hier relativ offen. Da haben wir bisher ein 1-1. Dann hat Hannover gegen Bochum verloren. Der HSV gegen Darmstadt gewonnen. RB zuletzt sehr stark gewesen, jetzt aber gegen Holstein Kiel nur ein 4-4. Dann haben wir Bremen, die haben nur, muss man in Anführungsstrichen sagen, gegen Arminia Bielefeld 6-3 gewonnen. Hätte durchaus höher sein können. Somit sind sie also nicht ganz oben mit dabei. Da ist nach wie vor Borussia Mönchengladbach. Damit war auch nicht so richtig zu rechnen, oder? Ja, ich glaube im Vorlauf auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch so allgemein von den Spielen, die bisher gelaufen sind, leicht überraschend auch, wie gut die Leistung da noch durch war im Vergleich zur Vorsaison. Hat man sie nicht so hochrätig eingeschätzt. Schauen wir mal, was daraus noch wird. Es ist halt erst die Hälfte der Saison gelaufen. Klar, viele dieser Top-Clubs hatten halt doch auch immer wieder und wieder schwere Gegner gegen sich stehen. Es macht es natürlich immer ein bisschen anders, aber wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt klappt. Nürnberg, eben einer von vielen Vereinen, die zwar 4 Spieler im Kader haben, 4 Spieler aber dann auch bei jedem Spieltag immer einsetzen. Und schauen wir mal, was dann wirklich daraus wird mit diesem ganzen Mix. Natürlich bisher im ersten Spiel noch nicht so ganz gelaufen. Wir sind jetzt aber im Stadion angekommen. Und im zweiten Spiel, da sind wir endlich. Ja, endlich. Und wir sind natürlich auch wir gerade vor Ort in der Mercedes-Benz Arena. Genau gleich wie auch im Spiel, wo natürlich die erste die eigene Arena eben auch mit dabei ist. Und jetzt eben der VfB Stuttgart von links nach rechts in den roten Trikots mit Malut auf dem Weg nach vorn, auf dem Weg vielleicht sogar zur ersten Chance. Aber momentan geht er auch wirklich am Anfang nur ein bisschen auf Ballbesitz, schaut, dass er irgendwie die Situation rausspielen kann. Und dann, wer weiß, gleich mit der Überraschung vorm Tor. Er spielt Gomez. Burak hatte gerade schon angekündigt, vielleicht ist Gomez bei ihm bald dann doch eher nur auf der Bank. Ist natürlich im 85er-Modus auch immer machbar. Du kannst natürlich immer schön frei wählen, da natürlich alle Spieler das gleiche Rating haben. Was ein bisschen anders ist als in Foot, wo natürlich mittlerweile auch mehr Begrenzungen drin sind, was Icons und Skill-Level und so weiter angeht. Als vielleicht schon in den Jahren zuvor. Jetzt aber trotzdem Malut selber am Anfang eher das Spiel für sich gehabt in den ersten 6-7 Ingame-Minuten. Jetzt aber selber auch dann nochmal eben der Nürnberger mit am Ball. Schauen wir mal. Natürlich für ihn ist es jetzt so, selber erstmal ein bisschen aufbauen, hat gerade den Ball mehr oder weniger geschenkt bekommen, auch in der Situation, wenn man es so sagen darf. Möchte ich erstmal schauen, wie er eben nach vorne kommt. Und Subaru. Bisher noch nicht so wirklich die Öffnung gefunden, aber im Passspiel auch immer wieder die Möglichkeit, schön trotzdem auch in der Verteidigung von Malut eben selbst. Und jetzt geht es dann auch wieder nach vorn. Ja, die Statistik spricht klar für Malut. Also das hier ist, wie wir schon gesagt haben, ein absoluter Must-Win. Trotzdem darf er es natürlich nicht übertreiben und nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist gar keine Frage. Er muss hier sogar mit einer gewissen Spannung reingehen in diese Partie, um dann auch wirklich diesen Sieg zu holen. Denn genug Leute, genug andere Spieler haben gegen Subaru auch schon nur einen Punkt geholt. Von daher sollte das dann für Malut schon hier ein Sieg werden. Wie gesagt, Subaru Mikey ist in 10 Spielen mit erst einem Sieg. Und den zweiten, den wollen wir ihm hier nicht gönnen vom VfB eSports. Die Punkte, die will Malut auf jeden Fall hier behalten. Und ich denke mal, er muss sich in Geduld üben, muss da, wie gesagt, sehr geduldig sein und darf dann keine leichten Fehler machen, so wie er es jetzt hier gemacht hat. In diesem Moment in der Mitte hat er sehr viel Platz. Subaru Mikey, diesen Ball muss er vermeiden und das tut er sehr gut mit Kempf da rechtzeitig runtergegangen. Und entschärft die erste Chance dieses Spiels, entschärft die erste Chance von Subaru, der sofort wieder mit der kompletten Truppe fast in der eigenen Hälfte ist. Ja, trotzdem zumindest mit einzelnen Spielern versucht, das Aufbauspiel ein bisschen zu stören, ein bisschen zumindest mal zu zeigen, okay, er ist schon mal da und möchte ihm doch nicht so viel Platz geben. Jetzt aber trotzdem eben Malut
Lang auch hier mit einem Spieler am Ball. Dann geht's jetzt eben eher vors Tor. Aber auch noch nicht ganz, immer wieder eben. Ja, die Sache, dass du in der Mitte halt wirklich keinen Ball reinfindest. Zu viele weiße Trikots der Nürnberger bisher vertreten. Ja, Subaru spielt auch sehr, sehr defensiv, orientiert sich eigentlich nur nach hinten und dann macht es das natürlich nicht viel einfacher, gerade für einen Spieler wie Malut, der gerne im Ballbesitz ist, also bei dem Umschaltspiel relativ wenig Bedeutung hat. Er kann das ja. Immer wieder hat er es auch schon gezeigt, dass das schon auch seine Art und Weise ist zu spielen, aber jetzt in diesem Spiel hier hat er noch gar nicht die Chance dazu gehabt, irgendwie das Umschaltspiel zu machen. Wollte auch nicht dieses Risiko gehen, dass du natürlich damit auch eingehst, dir hier eins zu fangen. Aber ja, wie wenn die Nürnberger oder wenn Subaru Maiki hier in Führung gehen sollte, dann wird es ganz, ganz schwierig für Malut, denn das ist dann eklig zu spielen. Ja, aber dann wird ganz, ganz schnell mal in der Verteidigung eine Mauer aufgebaut und da wird es dann immer schwieriger und schwieriger durchzukommen. Jetzt Subaru selber auf dem Weg nach vorn und hat da auch sehr, sehr schnell Platz für sich, aber Malut doch immer wieder schnell. Es ist schon immer so ein bisschen, als lockt er da den Spieler so ein bisschen rein, sieht dann den Pass und dann springt er auch direkt wieder in Aktion, klaut ihn sich und versucht dann sein eigenes Spiel dann doch wieder zu gestalten. Trotzdem auch hier immer wieder eben die Arbeit nach vorn über die Seite. Dort bekommt er sehr viel Platz, aber wir wissen selber, in FIFA muss halt doch auch sehr, sehr viel eigentlich über die Mitte gespielt werden. Du hast mit den Flanken bisher noch nicht so gut die Chance gehabt, wie vielleicht schon in vorherigen Titeln. Dann sind solche kleinen Pässe und dann möchtest du zu aggressiv wieder reingehen und dann läufst du schnell mal ins Risiko, dass du vielleicht auch hier und da mal eine gelbe Karte kassierst. Ich glaube, hier kommt er gerade so noch davon. Ja, sieht so aus. Sonst wäre es im Pausenscreen schon angezeigt gewesen als eine Karte. Ja, trotzdem jetzt recht früh eben auch schon wieder die Anweisungen umzustellen, vielleicht auch ein bisschen da einzelne Rollen nochmal zu ändern. Man hat natürlich recht viele Möglichkeiten in FIFA 20, wie auch schon im Vorjahr. Trotzdem aktuell, ja, mit diesem 4-4-2 klappt es noch nicht ganz für Malut irgendwie durchzukommen. Er hat jetzt, glaube ich, den Stürmern die Anweisung gegeben, nicht defensiv, also nicht extrem defensiv mitzuhelfen, sondern nur so ein bisschen. Und er hofft sich natürlich davon, vielleicht dieses schnellere Umschaltspiel. Das könnte natürlich sein, dass die Stürmer dann einen Ticken weiter vorne stehen und dadurch natürlich ein bisschen gefährlicher sind. Aber die ersten 40 Minuten sind schon rum. Malut war noch nicht mehr im Strafraum von Subaru Maiki. Der hatte hingegen diese eine Chance, wo dann Malut aber ganz gut verhindert hat. Beziehungsweise er hat die Chance sogar im Einsatz verhindert, aber trotzdem war er da schon mal im Strafraum. Und ja, Malut, der setzt weiterhin auf sein Ballbesitzspiel. Mal schauen, ob er das dann irgendwann umstellt. Denn bisher hat er damit noch keinen Erfolg gehabt. Ja, trotzdem, er muss hier irgendwie schauen, dass er hinten den Ball ein bisschen hält, dann die Spieler wirklich rausrennen lässt. Dann eben versucht, selber vors Tor zu kommen. Aktuell jetzt hier mit Castro. Kommt da eigentlich auch recht gut durch, aber dann ist immer wieder dieser eine Pass, der halt doch irgendwo hängen bleibt. Und dann ist es ganz, ganz schnell wieder Subaru, der selber dann sein Spiel nach vorne bringt. Aber auch hier dann die Verteidigung so, so wichtig für Malut. Bitte nicht so kurz vor der Halbzeit schön verteidigt. Und das sollte dann das Unentschieden zur Halbzeit sein. Wird auch so sein. Malut selber, ja, ansehnlich noch nicht so ganz überzeugt vom Spiel. Wir haben es gerade kurz gesehen. 60% Ballbesitz auf seiner Seite. Aber eben die Schüsse kommen, ja, noch gar nicht so. Ja, noch überhaupt nicht. Also er macht hier auch so ein bisschen überlegendes Gesicht, so will ich es mal nennen. Guckt tief in sich rein, in seine Mannschaft rein. Was kann ich ändern? Wo kann ich an einem Schräubchen drehen, dass ich hier zum Erfolg komme? Gegen Subaru Maiki geht jetzt hier ein bisschen mehr Risiko, mehr Spiele im Strafraum, ein bisschen mehr Tiefe auch in der Defensive. Und vielleicht schafft es ja dann hier mal vor das Tor zu kommen, hoffentlich gefährlich zu werden. Ja, trotzdem hier am Anfang der zweiten Halbzeit wird es erstmal Subaru sein, der den Ball an seinen Füßen trägt und ja, zumindest so wie es aussieht, erstmal da festkleben lässt. Und dann eben schaut, dass er irgendwie eine Möglichkeit nach vorne findet. Das Ding ist, Malut braucht halt einfach diese eine Chance. Er ist im Spiel drin und dann macht er auch locker nochmal zwei, drei hinterher.
Aber eben diese eine Chance muss er erstmal haben, die muss er reinhauen und dann ist alles gut. Natürlich das schlimmste Szenario für ihn wäre halt doch, wenn Subaru selber vors Tor kommt mit einer starken Chance und dann selber eben die Geschwindigkeit im ganzen Spiel vorgibt. Und es sieht zumindest mal so aus, als kommt er in das gegnerische Drittel. Aber schau dir auch selber mal an, wie viele rote Trikots da für Malut auch vertreten sind. Jetzt mal so ein Umschaltmoment. Jetzt hat er ihn lange kommen lassen. Kann jetzt vielleicht umschalten mit Koulibaly. Nee, da musst du eigentlich schon fast abbrechen und direkt wieder einfach von hinten das Spiel aufbauen. Wird er recht schnell gestört. Auch die erste Ballannahme vom Spieler ein bisschen schwieriger. Jetzt aber vielleicht dann über die Seite. Findet er irgendwo den Pass in die Mitte auf Castro jetzt. Hat nochmal Anspielmöglichkeiten, aber viele davon eben momentan schon zugestellt. Schön rausgespielt. Aber es klappt nicht ganz. Es sind doch zu viele Verteidiger einfach vertreten. Und es will einfach nur nicht sein. Und damit jetzt selber das Risiko, dass eben Subaru über die linke Seite 4 gegen 3 Situation und ja, braucht nicht mal diese Überzahlsituation, weil er selber schon den Ball auf der Seite übernimmt. Und jetzt selber versucht nach vorne zu spielen. Und das jetzt vielleicht die Riesenmöglichkeit, wenn er hier irgendwie das Spiel verlagern kann auf einen anderen Spieler. Aber Subaru macht das klasse. Er geht eben nicht rein und lässt den Spieler in der Mitte offen, sondern spielt weiter. Lässt ihn einfach Richtung ja, auslaufen. Und dann ist es jetzt schon wieder Malut, der einfach nicht mehr an den Ball drankommt. Und die ersten ja, 15 Minuten bisher doch ein bisschen stärker für Subaru. Aber beide Spieler bisschen mehr auch im Angriff unterwegs, werden nicht so früh gestört und kommen zumindest mal in den gegnerischen Strafraum rein. Die haben sich da lange belauert in der ersten Halbzeit und jetzt in der zweiten Halbzeit zieht sich das ganze Spiel auch so ein bisschen weiter auseinander, sodass dann auch mehr Räume entstehen. Subaru, ja, für mich bisher auch keine Gefahr irgendwie für das Tor von Malut, weil man immer das Gefühl hat, Malut hat dann noch die Kontrolle, aber auch vorne ist es dann halt so, dass eben diese Kontrolle dann nicht bis zum Ende hält. Jetzt vielleicht mal mit der nächsten Chance zum Konter. Gomez hat Subaru vorhin schon nicht ganz so gut verteidigt. Jetzt macht es besser, kann ihn dann nicht auf außen durchschicken. Das hat auf der rechten Seite ja zweimal gut geklappt. Mit Bart Stuber, er muss ihn da prallen lassen mit Mangala. Also es ist viel, viel Stückwerk hier in diesem Spiel. Nicht schön anzuschauen, überhaupt keine Torchancen, auf keiner Seite. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Schuss in Richtung des Tores überhaupt nur gesehen. Egal auf welcher Seite. Und ja, das über 70 Ingame-Minuten. Das ist dann harter Tobak. Kann jetzt sich aber jetzt vielleicht ändern, wieder gut verteidigt da. Diesen einen tiefen Sechser, den steuert Subaru hervorragend, das muss man schon sagen. Das macht er bisher klasse, verhindert da jegliche, ja, jegliche Möglichkeit, dass da Malut überhaupt zum Schuss kommt. Subaru hat den Körper drin, verliert ihn trotzdem, kommt hier nicht zum Schuss. Ja, recht gefährliche Situation auch dort gerade eben für Malut schon gewesen. Rein theoretisch Subaru vielleicht sogar genügend Platz gehabt, um einfach nur reinzulaufen Richtung 16er drauf zu bolzen. Und dann wäre der Ball drin gewesen. Klappt ja immer besser und besser in den letzten Wochen. Natürlich, ich glaube, das FIFA-Spiel, was über die letzten Jahre mit am meisten Updates in den ersten Monaten bekommen hat. Immer wieder und wieder verändert sich die Spielweise. Manche fürs Bessere, für manche eher dann doch ein Problem. Jetzt aber trotzdem hier für Malut. Er hat jetzt diese vielen Passspiele und es ist einfach ein Pass zu viel. Vielleicht dann doch einmal den Ball nähen, aus der Drehung raus, aufs Tor. Zumindest mal, um einen Schuss aufs Tor, wirklich mal eine Chance zu haben, überhaupt ein Tor zu bekommen. Immer wieder und wieder versucht er einfach nur in die ja, perfekte Idealsituation reinzukommen, wo dann der Ball immer wieder und wieder draufkommt. Hat mir vorhin gut gefallen bei Burak, der hat einfach mal draufgezogen, wenn er ein bisschen zu viel Platz hatte. Wurde dann zweimal abgeblockt, aber trotzdem, dieser Ansatz, der gefällt mir ganz gut, haben wir jetzt hier noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob Malut überhaupt die Schusstaste schon einmal betätigt hat in diesem Spiel. Hat ja auch erst spät die Möglichkeit jetzt umzustellen. Stellt jetzt auf die Dreierkette um. 10 Minuten in-game bleiben ihm noch in dieser zweiten Halbzeit. Weil eben auch so wenig Spielunterbrechungen waren. Weil einfach keine Schüsse zustande kommen. Ja, es ist halt die ganze Zeit wirklich nur das Hin und Her passen auch. Es macht es natürlich schwieriger. Eine Sache natürlich auch die, wenn man vor allem gestern auch den großen Fokus drauf hatte, okay, FECWC, man hat dort eine gute Leistung,
hat sich darauf fokussiert, man hat diesen Spielstil noch drin, wo man ja irgendwie das ganze Team voll hat mit 5 Sterne Spezialbewegungen und 4-5 Sterne schwacher Fuß auch nochmal, hast du mehr Möglichkeiten als jetzt im 85er-Modus, wo du manche Spieler wirklich drin hast, die gar keine Skills können in der Situation. Ist natürlich immer wieder ein anderer Spielstil als auch in Futs, aber es ist auch selber, glaube ich, noch nicht so ganz zufrieden mit seiner eigenen Entscheidung, wie es jetzt weitergehen soll, was er ändern muss. Wir werden es natürlich dann auch nach dem Spiel im Interview hören, aber schauen wir mal, was er jetzt mit diesen 10 Minuten nochmal machen kann. Ich frage natürlich auch die, wie aggressiv hat sich auch Subaru eingestellt und wer kann jetzt eben den Ball mehr oder weniger halten, um vors Tor zu kommen? Geht Subaru nur auf den Unentschieden, versucht er jetzt einfach selber auch ein bisschen aggressiver nach vorne zu spielen? Es sieht mir zumindest von dem unteren Bild da ein bisschen wie eine Fünferkette schon aus. Aber er kommt da irgendwie über die Seiten noch durch, weiß selber gerade nicht wie. Aber setzt sich da erstmal durch. Und jetzt hat er sehr, sehr viele Spieler auch schon wieder vorn mit dabei. Anspielstationen. Genügend hier für Malut. Ist das jetzt die große Chance mit Gomez? Schon wieder wird da einfach da ein bisschen der Ball geklaut. Und dann ist es Subaru, der selber sein Spiel nach vorne machen kann. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen eine Überzahlsituation fast geschaffen. Aber zumindest die Verteidiger kommen auch schnell wieder zurück. Ja, letzten Minuten laufen in dieser Partie. Malut immer noch nicht oder immer noch keinen Abschluss verzeichnen können. Vielleicht ja jetzt in den letzten Minuten. Al-Ghadaoui, ja, kann sich dann nicht durchsetzen. Aber macht er gut, macht er klasse. Lässt den Ball jetzt laufen. Vielleicht findet er ja noch einmal diese eine Option. War man Gituka, ja, der hätte da vielleicht ein bisschen Platz gehabt. Aber Mangala sieht ihn nicht oder Malut passt ihn nicht an mit Mangala. Nachspielzeit läuft schon, er spielt auf diese letzte Chance. Das ist natürlich super risikoreich. Wenn ein Nürnberger an den Ball kommt, ist das Ding hier durch. Und wir haben das zweite 0:0. Aber erstmal ist es nicht so weit, da ist die Chance. Jetzt muss er irgendwie wieder in den Ball kommen und es klappt einfach nicht. Die Zeit, die ist rum und es ist das zweite Unentschieden. Es ist ihm auch anzusehen, dass er mit der Situation gar nicht zufrieden ist. Und auch die virtuellen Fans da im Stadion sind mit dem Spiel nicht zufrieden. Und er ist sehr, sehr enttäuscht. 2 Schüsse, einer davon aufs Tor, 58% Ballbesitz. Den habe ich aber übrigens nicht gesehen, den Schuss aufs Tor. Der wäre vielleicht aufs Tor gekommen, wenn er nicht abgeblockt worden wäre. Aber, ja. Ich weiß nicht, wie weit jetzt gerade Malut schon ist, ob er schon auf dem Weg ist. Ich warte einfach mal auf Anweisung der Regie. So lange bleibe ich jetzt erstmal hier mit dir im Studio. Ja, bisher. Was ein Spiel. Puh, ja. Das Spiel hat mir ein bisschen gefehlt, bin ich dir ehrlich. Weil es das schlechteste Spiel war, das wir diese Saison gesehen haben? Ja, wir hatten halt wirklich null Chancen, über die man irgendwie groß reden kann. Beide Spieler wirklich langsam reingekommen, wenn überhaupt reingekommen. Sehr, sehr defensiv das Ganze gehalten auf Seiten von Subaru. Malut ist einfach nicht durchgekommen. Es ist halt einfach schwierig. Aber es hat auch niemand gesagt, dass es einfach wird. Gegen einen Gegner wie Nürnberg, wir haben es immer wieder gesagt, klar, bisher noch nicht das stärkste Team gewesen, aber wir hatten eben auch schon angesprochen, wie viele Teams halt auch Punkte liegen lassen haben bei Nürnberg. Und das dann eben auch schon für einen Faktor beim VfB vorm Spieltag, zumindest den Statistiken hinterher, denkst du eigentlich, okay, 6 Punkte, 7 Punkte, wie ich vorhin schon angekündigt hatte, sollten eigentlich drin sein. Jetzt sind noch 5 zu holen, wenn man im 2v2 den Sieg auch schafft. Wir wissen, sie können stark zusammen spielen, so ist nicht. Bloß es hat halt immer wieder und wieder in der letzten Minute dann wieder gegen sie gearbeitet. Frage ist dann, wie kommen sie zusammen gegen das Spiel von Kevin und auch Serhat um? Wenn man halt wirklich so sagen muss, beide auch eher Spieler, die dann gerne auf Ballbesitz gehen. Ja, Malut vielleicht ein bisschen dazu, aber... Ja, aber vielleicht ist das so besser, wenn die Jungs, die jetzt spielen im 2v2, auch was vom Spiel abhaben wollen. Das hat man bei Subaru gerade überhaupt nicht gesehen. Da hat er eigentlich gar keine Lust, irgendwie mal offensiv was zu machen, außer mal im Konter oder sowas. Sonst kreativ null. Und dann ist es natürlich auch ganz schwer, dich gegen so einen Spieler dann irgendwie zu wehren und dann zu sagen, hey, ich muss hier doch mal ein bisschen mehr machen, wie nur hinten drin stehen. Und wenn der Gegner das halt dann nicht macht, dann hast du irgendwann einfach Pech. Ja? Dann erwischst du mal so ein Spiel und dann ist es halt soweit. Ja, war ganz, ganz schlimm anzuschauen gerade, dieses Spiel. War wirklich überhaupt keine gute Leistung. Ja, schauen wir mal, was jetzt gleich noch was wird. Wir haben es gerade hier noch auf unserem
Bildschirm zur Seite, eben die Bilder aus dem Game-Raum. Wirklich gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Man hat es im ganzen Spiel auch schon ihm angesehen. Er wusste aber, glaube ich, auch nicht so ganz, was das war. Ich gehe mal raus in den Gang und schaue, dass ich ihn gleich mal abfangen kann. So sieht's aus. Und schauen wir mal. Ja, und ich bleibe so lange noch hier für euch am Start. Wie gesagt, ein Spiel, das keinen Spaß gemacht hat. Bin gespannt, was Malut und Tyler zu besprechen haben. Ja, Marcel, nicht so ganz zufrieden mit dem Spiel. Du hast doch besser gespielt. Natürlich der Gegner dir nicht wirklich die Chance gegeben, irgendwie vors Tor zu kommen. Ja, beide haben eigentlich nichts gemacht. Deswegen Unentschieden geht schon in Ordnung so. Ist schwer, man. Es ist bitter, dass wir immer so Punkte liegen lassen. Wird schwer mit Top 6, wenn wir gegen Nürnberg 2 Punkte zu holen. 2v2 wissen wir alle, dass ich und Burak nicht in die beste Kombination ist. Deswegen wird es jetzt auch interessant. Kann man nur hoffen, dass wir halt jetzt den Sieg holen. Dann sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Wenn wir jetzt verlieren oder Unentschieden spielen, dann weiß ich auch nicht weiter. Ist halt, ich hab schlecht gespielt. Er hat auch nicht gut gespielt, war schwer durchzukommen, weil er halt tief stand und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwo Lücken sind und ich wollte auch selber nicht riskieren, in Rückstand zu geraten, weil wenn du gegen den in Rückstand gerätst, wird es ganz eklig und Gameplay ist ein bisschen langsam, ihr denkt wieder, was labert der Junge, aber wie gesagt, Unentschieden geht in Ordnung, sage ich auch dazu, das passt nach dem Spielverlauf. Für mich ist halt schwer aktuell, wir haben wirklich zu viele Spiele, auch ich spiele gestern hast du 6 Spiele Ultimate Team, dann kommst du heute hierher, andere Location, anderes Gameplay, anderer Modus, ist halt doch ein Unterschied, ob du vorne den Eusebio drin hast oder jetzt gegen die Person wäre schlecht zu sagen, aber Mario Gomez in dem Modus, die sind halt alle so unbeweglich, dein Mittelfeld ist Katastrophe und dann kommen halt solche Spiele zustande und ist schade, weil ich will schon die Top 6 erreichen, aber aktuell wird es eng. Ja, natürlich. Wir hatten es gerade in der Übertragung auch schon angesprochen, mit FECWC dort zumindest schon mal den Erfolg gehabt, in der Top 3 zu bleiben. Spricht natürlich auf jeden Fall für euch. Futs auf jeden Fall ein anderer Modus. Wir hatten es auch schon eben gerade davon, dass es natürlich schwierig ist, dann nochmal umzustellen. Sowieso mit so vielen Wettbewerben, die aktuell laufen. Dort jetzt aber nochmal gleich das 2v2 zusammen mit Burak. Für dich auch auf der Xbox. Vielleicht so eine bisschen positivere Seite, als wenn ihr jetzt auf der PlayStation unterwegs sein müsstet. Nee, würde ich nicht sagen, weil ich denke, dass ich auf der PlayStation mehr eingespielt bin wie Burak auf der Xbox und ich habe ja auch letztes Jahr mit Erhan meine Siege 2v2 auf der PlayStation geholt. Deswegen ist mir relativ egal. Ich hoffe einfach, dass, Gott uns plötzlich die Gabe gibt, dass wir 2v2 zusammenspielen können. Ich hoffe einfach, das läuft nicht wie die letzten Spieltage. Ist natürlich bitter, dass Lukas heute krank geworden ist, aber... Gut, was bringt es jetzt hier irgendwas Schlechtes zu sagen? Wir haben noch ein Spiel, wenn wir das gewinnen, wie gesagt, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, deswegen ist jetzt das Ziel, das zu gewinnen und danach können wir dann uns entweder freuen oder nochmal hier traurig im Interview reden. Ja, dann würde ich sagen, nur zu, dann gleich im 2v2. Viel Erfolg in dem Spiel dann und wir sehen uns dann auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal. Jetzt erstmal zurück ins Studio. Also, beide haben nicht besonders gut gespielt, so hat es Malut formuliert und am Ende dann ein 0-0 rausgekommen. Ja, das Spiel war so, wie es das Ergebnis darstellt. Jetzt kommt auch Tyler hier wieder rein. Ich reiß gerade fast noch unser ganzes Studio auseinander, aber Schlechtes Spiel, hat er gesagt, von beiden, deswegen 0-0 und das Spiel war, wie man sich ein 0-0 vorstellt. Ja, es kam halt wirklich von beiden nicht viel. Es ist sehr schwierig, aber... So ist halt manchmal und klar, wir wollen da jetzt gar nicht mal zu viel von den Spielen wegnehmen, sind natürlich Profi-FIFA-Spieler, aber es macht natürlich was aus, wie er gerade auch schon angesprochen hat, wie wir vorhin auch schon erwähnt hatten, mit FECWC, mit FUT und dann halt eben auch noch heute im 85er-Modus, ist es schwierig, es ist viel zu spielen für die Jungs, manchmal vielleicht auch mal eine kurze Pause, gar nicht mal so schlecht, zumindest, dass man mal einen Tag durchschnaufen kann, wo man abends keine Spiele hat. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch für die Jungs zeigen. Jetzt zumindest erstmal der Fokus voll auf FECWC zu setzen, da ja die VBL erstmal in die Winterpause geht nach dem heutigen Spieltag. Ein Spiel steht noch an, auf der Xbox gleich in 2v2. Er hat gerade selber gesagt, er wäre vielleicht sogar ein bisschen besser auf der PlayStation untergekommen, damit dann
Burak eben sich wohler fühlt. Burak vorhin hat in seinem Interview gesagt, dass er sich freut, dass er eben zumindest auf der Xbox ist mit Malut. Xbox war ja schon klar, es war geplant, dass er mit Lukas spielt. Da Malut natürlich mehr Xbox-Spieler ist als Lukas in der Situation auf jeden Fall. Spielt es vielleicht für ihn ein bisschen mehr eine Rolle? Wichtig ist jetzt, dass sie sich gegenseitig pushen können und eben zu sagen, okay, ja, die ersten zwei Spiele nicht so gelaufen mit jeweiligen 0-0-Spielen, aber dann eben nochmal irgendwie den Reset-Button finden, das ist halt wirklich so eine Sache, die bei vielen ja, FIFA-Profis immer noch so die aussagegrößte Kraft ist. Irgendwo, ja, wie finde ich den Reset-Button? Wie kann ich einfach sagen, okay, ja, war es zwar schlecht, aber jetzt muss es weitergehen. Ist jetzt nicht so wie im normalen Fußball, wo du sagst, okay, du spielst deine 90 Minuten und dann ist es vorbei und dann sagst, okay, ich kann mich jetzt auf den nächsten Gegner fokussieren, sondern du hast halt doch auch durchaus mehrere Spiele an einem Tag und musst dich da auf verschiedene Gegner auch einstellen. Ja, also, das, der Kopf entscheidet bei solchen Turnieren, bei solchen Spielen, auch wenn es dann diese Dichte gibt, inwieweit das dann ein Erfolg wird. Wir hoffen mal, dass das jetzt im 2v2 ein Erfolg wird. Die beiden Spieler von Nürnberg, die bisher noch nicht gespielt haben, also Kevin Reiser und Serhatinho Öztürk, die jetzt auf dem virtuellen Rasen unterwegs für den ersten FC Nürnberg. Ich habe gerade mal, während du draußen warst und das Interview geführt hast, ein bisschen nachgerechnet. Mit einem Sieg würde unser VfB es immerhin noch auf Platz 8 oder 9 schaffen, je nachdem, wie das Torverhältnis danach aussehen würde. Also das wäre gar nicht so schlecht mit direktem Anschluss an die ersten 6 Plätze, wo sie unbedingt landen wollen. Da wären dann 3 Punkte Rückstand, aber das ist dann wirklich nichts. Das wäre dann wirklich ein versöhnliches Ende dieses tollen Jahres. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Es gab die Vizemeisterschaft in der Club Championship für unseren VfB und jetzt auch einen guten Saisonstart, der dann ja, so ein bisschen abgerutscht ist, aber alles überhaupt kein Beinbruch, es ist noch alles drin, wie gesagt, mit einem Sieg heute gegen Nürnberg, mit diesen 3 Punkten im 2v2, wäre man dann doch schon sehr nah dran an diesen Top 6, würde dann auf Platz 8 überwintern, wenn wir es so sagen wollen, in diese kurze Pause gehen und dann würde das gar nicht so schlecht aussehen, aus meiner Sicht. Ja, eben vor allem dann mit mehr Feuer ins Jahr 2020 eben zu starten, irgendwie über die Winterpause hoffentlich dann auch eben Zeit mit der Familie verbringen, dort wieder so ein bisschen die Balance zu finden. Klar, es war in letzter Zeit sehr, sehr viel Fokus eben auf FIFA. Ist, glaube ich, bei allen Spielern auch in der VBL so zu sehen, die eben nicht nur in der VBL teilnehmen, sondern in mehreren Wettbewerben neben der Weekend League eben auch noch. Es macht schwierig. Jetzt aber trotzdem nochmal die Frage, wie soll es weitergehen danach? Klar, man möchte irgendwie in die Top 6 kommen, dann müssen ein paar Siege her, dann müssen die Punkte auf jeden Fall kommen. Und ja, hier im 2v2 zumindest auf einer guten Note in die Winterpause zu starten, wäre gar nicht mal so schlecht. Und schauen wir mal, was die Jungs so daraus treiben. Ich sehe gerade auch schon die ersten Nachrichten, was so eure Erwartungen sind vom Spiel, das gleich noch ansteht. Alles Mögliche von Unentschieden bis ja, knappen Siegen für unser Team. Ich glaube, ja, wenn es eben der Sieg sein sollte, dann muss es eigentlich doch mal ein frühes Tor sein. Am besten einfach ein Tor in der ersten Halbzeit, kein Gegentor früh kassieren und dann klappt es ganz gut. Aber wir wissen selber, wie oft es gut klappt. Stehen sie 2-0 vorne, dann in der, keine Ahnung, 65. kommt es 1-1, in der 85. kommt es 2-2 und dann auf einmal in irgendwie 94, was auch immer, kommt dann noch irgendwie das 3-2 rein. Und da muss man halt irgendwie sagen, okay, dann so ein kleiner Fehlpass hätte da auch schon den einen oder anderen Spieltag anders aussehen lassen. So sieht's aus. Apropos knappe Siege, du sagst, vielleicht wird es ein knapper Sieg. Die Nürnberger in ihren ersten 10 Spielen entweder knapp gewonnen oder hoch verloren. Was dazwischen gab es bei den Jungs eigentlich kaum. 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen in der 2v2-Statistik. Einmal ohne Serhatinho, einmal hat Dennis nur mit Bubu zusammengespielt. Also aber die beiden anderen haben das 9-mal in Folge gemacht, haben eigentlich eine relativ schlechte Passquote in den letzten Spielen gehabt, unter 80%, wenig Chancen erarbeitet, aber trotzdem gewonnen. Und das spricht dann natürlich wieder für Effektivität oder halt für Glück, für gute Verteidigung. Ist immer ein bisschen schwer zu interpretieren am Ende. Wir wollen ja auch niemanden schlecht machen, also wir gehen mal davon aus, dass es die Effektivität war. Ja, ansonsten können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Kevin, 2011 deutscher Vizemeister, 2012 Europameister mit Team Germany geworden, in FIFA 12 auf dem PC übrigens damals noch. Das ist eine Weile her. Genau. Also für jetzt
eigentlich keine Aussagekraft für dieses Spiel hier. Aber zumindest damals eben auch schon in der Szene gewesen, soweit so, ja, schon irgendwie der Papa oder der Opa der Szene, wenn man überlegt, dass er natürlich jetzt mit seinen 27 Jahren nicht der Älteste der Liga ist, nicht mal der Älteste im Team ist, aber natürlich hat er auch den Teamkollegen, mit dem er das 2v2 spielt, der eben nur 18 ist, mit Serhat. Es gibt genügend Spieler, die ja, 16, 17, 18 sind, rund um das Alter. Aber eben auch zum Beispiel im gleichen Team mit Subaru und Kevin zwei eher ja, erfahrene, ältere Hasen im ganzen Team. Ja, wie viel das natürlich zu übertragen ist von ja, FIFA 12 noch auf jetzt, ist immer die Frage. Aber es heißt zumindest, dass er schon mal viel FIFA-Erfahrung hat. Es ist ein anderes Spiel mittlerweile. Und ist nicht nur am Gameplay zu sehen, sondern auch an den Grafiken natürlich von damals. Ich glaube, man kann mittlerweile bessere Grafik auf einem Handy erreichen, als was damals noch am PC ging. Aber so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. Kevin hat das Ganze zumindest auf Profi-Ebene auch durchmachen können. So sieht's aus. Das anstehende 2v2 startet jetzt in den nächsten Minuten. Die Jungs sind schon dabei, sich zu verbinden. Es ist das letzte Spiel für das Jahr 2019 und da können wir auch so ein bisschen Revue passieren lassen. Hast du so einen Moment, wo du sagst, das war mein VfB E-Sport-Moment dieses Jahres 2019? Ich würde sogar fast sagen, der letzte Spieltag, wo wir beide hier drin standen und einfach nur rumgeschrien haben, als die Tore für uns gefallen sind, war natürlich... Der letzten Saison, ja. Der letzte Spieltag. Der Vorsaison. Achso, von der Vorsaison? Nee, überhaupt dieses Jahr meine ich. Dieses Jahr. Komplett 2019. Die Anfangssiegesserie, die wir da hatten, wo ja wirklich die ersten, glaube ich, 9 oder 10 Spieltage irgendwie klar mal einen Punkt liegen lassen, aber nie in ganzer Bilanz ein Spiel verloren. Es war eine ewig lange Serie. Allgemein die ganze letzte Saison. Die Saison bisher noch nicht so mein Highlight gewesen. Ich war natürlich auch lange Zeit krank und damit ein bisschen verhindert, überhaupt hier zu sein neben dir. Aber ja, trotzdem, der letzte Spieltag war krass, wo wir beide ausgerastet sind. Und ja, Anfang der letzten Saison. Ja. Und Hammer Jahr, auch fürs Team. Auch ich denke für uns zwei auch. In der Hinsicht und was war dein Lieblingsmoment? Mein Lieblingsmoment war, glaube ich, der Sieg von Lukas gegen Mo Ober. Die hochgelobten Bremer und Megabit hat wirklich eine absolut krasse Leistung abgeliefert. Da war überhaupt nichts zu holen, weil der einfach so gut gespielt hat und danach gab es dann das Duell zwischen Lukas und Mo Ober, dem späteren Weltmeister, und Lukas hat das Ding gewonnen und in einer Art und Weise, als wäre selbst bald Weltmeister. Also das war schon krass. Dieser Moment war, glaube ich, so mein VfB E-Sports-Moment in diesem Jahr. Lukas gegen Mo Ober, dieser Sieg da in der Virtual Bundesliga im vergangenen Jahr. Ja, was wir gerade von der Produktion Bescheid bekommen, ist, dass es wohl noch ein bisschen dauern wird, vielleicht auch ein bisschen länger dauern wird, bis wir eine Verbindung zu Nürnberg wieder aufbauen können. Ich glaube, wir kennen das Problem alle, Deutschland und Internet. selbst natürlich bei Top-Vereinen. Ich glaube, bisher hatten wir weniger Probleme im Laufe der Saison, aber es kann halt durchaus mal sein, dass irgendwo ein Ausfall ist. Eine Sache, die wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hatten, wir hatten, glaube ich, die Social-Media-Präsenz vom VfB schon angesprochen, aber zumindest auch die Sache, die vorhin oder gerade eben Marlut schon angesprochen hatte, eben was Nürnberg auch voranstand, ist erst FCWC, dann VBL, und da schauen wir mal kurz in den Tweet rein. Und ja, dort eben der Fahrplan für die nächsten paar Tage. Dienstag, Mittwoch FCWC, dann am Donnerstag gegen uns hier beim VfB in der VBL unterwegs. Und da sieht man auch den Serhat im Bild. Ja, natürlich, er war selber in der FCWC unterwegs, hat auch in Stuttgart mit ein paar anderen Kollegen noch die FCWC gespielt. Ist natürlich auch immer toll, wenn man sich dann gut kennt, wenn man sich ein bisschen austauschen kann über, ja, was klappt aktuell, was soll ich ändern an meinem Team, bis hin zu wirklich komplettes Neubauen vom Team über den Verlauf von einem Abend, weil natürlich die Jungs immer ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung auch haben, als vielleicht die normalen Spieler. Wenn man so überlegt, wie viel da natürlich rein investiert wird, wir haben es in verschiedenen Interviews schon gehört, was da wirklich für Geldsummen reinfließen. Aber halt eben, wenn du dann auch einmal so in Kader schaust und keine Ahnung, das Team schon echt krass ist und dann schaust du noch, okay, wen hätte er denn noch, den er irgendwie einsetzen könnte? Und dann ist da halt auf einmal so ein irgendwie Ronaldo oder so,
der gar nicht mal in der Startaufstellung steht, nicht mal auf der Bank sitzt, sondern komplett noch im hinteren Kader sitzt und dort wartet, bis er irgendwann den Tag zum Einsatz bekommt. Ja, kann, glaube ich, nicht jeder so einfach sagen. Viele natürlich dann auch immer wieder zu versuchen, irgendwie rumzutraden, um dann eben das Geld zu vermehren. In der Hinsicht gibt es ja auch verschiedene Tutorials, wie man das genau aufbauen kann für sein eigenes Team. Es gibt genügend, die haben recht wenig investiert und trotzdem ganz gut durch eben ihren Skill recht früh auch gute Performance geleistet und ja, dann eben über die Rewards immer wieder starke Teams bauen können. Zählt natürlich auch mit dazu, nicht nur ein starkes Team zu haben, sondern auch stark in der Weekend League unterwegs sein und auch im Vornherein immer wieder die Rivals-Spiele auch zu spielen, die ja, glaube ich, auch vielen immer wieder auf den Keks gehen. Trotzdem, da kommt man einfach nicht vorbei, vor allem nicht, wenn man im E-Sport aktiv sein möchte. Wir hatten es ein paar Mal schon angesprochen, es geht mal wieder der Shoutout raus an Klatsch23, natürlich in Fellbach, die ja heute Abend sogar den Livestream, glaube ich, mitverfolgen in der Gaming Bar. Dort dann eben die große Kooperation zwischen dem VfB Stuttgart und der Gaming Bar in Fellbach, der Klatsch23, die schon jahrelang aktiv sind hier in der lokalen Szene und eben jetzt euch die Möglichkeit bieten, ein bisschen, ja, vielleicht mal ranzuschnuppern, Sichtbarkeit an für euch kompetitiven zu schaffen, ne? E-Sports, was FIFA angeht. Sehr, sehr tolle Location, kann man ewig lang zocken auch. Ich glaube, man muss sich erst nochmal anmelden und ohne Anmeldung darf man, glaube ich, nicht erscheinen, einfach so. Ich weiß nicht genau, wie es geregelt ist. Findet ihr alle in der News dazu nochmal, die natürlich auf allen Social-Media-Kanälen auch verlinkt ist. Die natürlich auch hier und ich glaube auch immer unter den Streams zu sehen oder über den Chat zu finden. Ist überall verlinkt, also ist eigentlich schwer, das Ganze zu verpassen. Sonst einfach VfB eSports auf eurem Lieblings-Social-Media-Kanal eingeben. Genau, und dann Twitter, Facebook, Instagram, wir sind eigentlich überall vertreten. Überall. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch kurz Zeit bis zum 2v2 und dann können wir aber mal das 2v2, wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass heute Burak und Lukas zusammenspielen. Es spielen jetzt aber Burak und Malut, weil Lukas kurzfristig krank geworden ist. Deshalb eine Analyse zu deren Spielstil, macht aber nichts, schauen wir uns trotzdem gerne an, weil das einfach eine 2v2 ist. Ja, gucken wir einfach rein, ich will nicht zu viel verraten schon in der Vorbereitung. Und wir schauen uns wie gewohnt die Szene mal ganz an und dann gehen wir rein in die Analyse. Lukas und Burak, die beiden also gegen Schalke 04. Sehen wir den Clip, wie er durchläuft. Die beiden waren das klasse. Also das ist, wie gesagt, nicht das Spiel von jetzt gegen Nürnberg, sondern das ist das Spiel gegen den FC Schalke gewesen. Ihr habt es also gesehen, so kann man Tore schießen im 2v2 und wir analysieren das Ganze hier mal eine Runde. Hier haben wir das ganz, hier sehen wir das ganz gut, dass hier der Burak stark durchstartet auf außen, zieht damit den Gegenspieler mit. Die beiden anderen, die gesteuert werden, die stehen hier übrigens, die beiden Schalker. Und dann können wir hier die Szene weiter beobachten, versuchen hier diesen Mittelpass zuzumachen. Das ist ganz interessant, da spule ich gleich nochmal zurück. Hier sehen wir es. Der Schalker hier im Bild, der spekuliert schon drauf, dass der Stuttgarter hinter ihm angespielt werden soll, ist ja natürlich auch klar, hier in die Mitte zurück, dann vielleicht in den Lauf dieses Spielers oder eines anderen Spielers, der hier reinzieht. Also das klar. Das Problem nur ist, mit dieser Ballrolle zieht er diesen Schalker Spieler also weiter runter, schafft deswegen diesen Ball dorthin zu spielen, wo er ihn hinhaben möchte, nämlich in die Mitte. Und jetzt kommt einmal ein Vertikalball und der zweite Vertikalball. Da können wir auch nochmal zurückgehen. Hier sind sie jetzt in der Mitte und jetzt haben die Schalker hier das Problem, dass sowohl er hier zu weit nach links steht, also er müsste hier quasi in diesem Passweg stehen. Das tut er aber nicht, er steht in diesem Passweg und deswegen ist das dann für ihn nicht zu verteidigen. Schauen wir einfach in Slow-Mo noch drauf. Und dann kommt hier das Tackling und das ist wieder schlecht abgesprochen von den beiden von S04, die hier beide auf den Ball gehen. Dadurch dann die Lücke da. Wir sehen sie hier, Gomez startet durch. Es ist kein Abseits, auch das können wir hier schauen. Und dann macht das Burak mit Gomez perfekt. Wir sehen es hier auch nochmal, hier ist dann die Möglichkeit. Nochmal zurückzulegen, vielleicht die Möglichkeit dann für den Schuss.
macht er aber so nicht, sondern mit dem Dragback geht er hier an beiden vorbei und wir können auch hier nochmal kurz ein Stückchen zurückspulen, denn wir sehen nämlich auch hier, der Spieler, der diesen Spieler hier steuert, macht dann am Schluss den Fehler, weil er ihm die Seite aufmacht, den Spieler wechselt und zwar zu diesem Spieler hier und dann ist das reine Formsache aufs kurze Eck für Burak. Wir hoffen natürlich, dass auch Burak jetzt hier in diesem Spiel das hier genauso klasse macht, wie er es gegen den FC Schalke 04 gemacht hat. Ja, natürlich eine Sache dort in der Situation war auch noch überhaupt, dass man so gut durchkommt, dass da nicht irgendwo der Ball nochmal an einem Verteidiger hängen bleibt, ist nochmal so ein bisschen Glück vielleicht auch involviert gewesen, aber er hat es natürlich super schön rausgespielt und auf jeden Fall auch verdient, dort eben dann die Chance so zu bekommen. Aber ja, so muss es erstmal wieder klappen. Man muss auch wirklich so sagen, bisher beide nicht so die Möglichkeit gehabt, überhaupt wirklich vors Tor zu kommen, um wirklich gefährlich zu sein. Die ersten zwei Spiele im Einzel sehr, sehr langweilig in der Hinsicht. Wenig Chancen, bis eigentlich gar keine Chancen und zumindest auch bei Burak ein bisschen Pech mit dabei. Und keine Tore vor allem. Ja, keine Tore. Marlut hatte gerade eben auch schon angesprochen. Soweit sogar, dass er zumindest ein bisschen Glück nochmal geschenkt haben möchte von für dieses letzte Spiel. Ja. Von der Fußballgöttin Fortuna. Von der Glücksgöttin Fortuna für den Fußball. So rum. Ja, ach, wäre ja schön. Also ihr seht's, wir haben hier noch ja, nicht mehr lang zu überbrücken. Es geht so langsam in die Phase Richtung Spiel. Also seid schon gespannt, bleibt unbedingt dran. Es geht in den nächsten Minuten los. Und dann geht das hier in die nächste Runde. Richtig, Nico, schreibt es ja auch nochmal in die Kommentare. Es wird im 85er-Modus gespielt. Jedes Team hat dieselbe Stärke. Also auch der FC Bayern ist da jetzt nicht besser als der VfB oder sonst irgendeiner, weil das hier im Chat vorhin behauptet wurde. Also 85er-Modus. Wir können vielleicht auch noch ganz kurz über den Gesamtmodus überhaupt in der VBL sprechen, wie das hier eigentlich vor sich geht. Wir spielen im 85er-Modus. Alle Spieler haben die gleiche Wertung. Alle Mannschaften sind gleich gut. Für den Sieg gibt es 3 Punkte im Einzelspiel. Insgesamt sind also 9 Punkte zu holen an einem Spieltag. Der VfB hat jetzt an diesem Spieltag 2 geholt mittlerweile, weil sie 2-mal einfach unentschieden gespielt haben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die ersten 6? Die qualifizieren sich direkt für das Finale. Ich glaube, die nächsten bis zum 16. Genau, runter, die nächsten 10. Gehen dann eben in die Playoffs, wo sie dann zusammengemischt werden mit den Spielern von der Open-Qualifikation, die ihr natürlich selber auch zu Hause mitspielen könnt. Ich glaube, es wurde gestern oder heute sogar herausgegeben, wer sich qualifiziert hat. Glaube auch. Hab es jetzt auch gesehen, heute bei Twitter. Ja. Sonst, was gibt es noch zu sagen? Sehr, sehr kompetitiv in der Hinsicht. Klar, jetzt in der regulären Saison suchen wir erstmal den Clubmeister. Letztes Jahr war das eben Werder Bremen. Wir beim VfB leider nur Vizemeister geworden, aber auch schon eine starke, starke Leistung über die Saison gezeigt. Und dann gibt es halt eben beim Finale nochmal den Einzelmeister, der sich dort dann auch selber nochmal ein bisschen Preisgeld und nicht einfach nur den Ruhm des Clubmeisters sichern kann und natürlich auch immer wieder dann zwischen den Saisonzeiten die Möglichkeit, wie in der normalen Zeit eben auch, zu wechseln. Hier und da haben wir es vor allem auch mit der letzten Saison gesehen, viele Spieler sind innerhalb der VBL gewechselt. Es kamen zwar ein paar neue dazu, aber viele Spieler doch noch recht bekannte Gesichter auch in der Hinsicht. Und ja, da werden wir einfach mal schauen, was dann dort rauskommt. Aktuell die Tabelle hatten wir vorhin schon ein paar Mal mit im Bild. Für den VfB bisher noch nicht so ganz. Ich glaube, für Playoffs würde es ja aktuell auf jeden Fall reichen. Aber eben, ja, für die Finals, was auf jeden Fall das Ziel ist für unsere Jungs, Top 6, ist momentan noch nicht so einfach gegeben. Aber wir sind ja auch erst so ungefähr halber durch die Saison durch. Also gibt es noch kräftige Spiele zu spielen nach der Winterpause. Wir hatten es heute schon ein paar Mal angesprochen. Es ist halt heute der letzte Spieltag vor der Winterpause, vor der Weihnachtspause für die Jungs. Und dann geht's, ich glaube, am 8. Januar wieder weiter oder zumindest dann in der Woche wieder weiter. Dann immer mittwochs und nicht mehr wie gewohnt montags. Heute natürlich auch nur der Spieltag am Donnerstag, weil eben am Montag ja das echte Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Nürnberg abgelaufen ist. Dort waren 3 Punkte drin. Heute könnten 3 oder noch 5 Punkte drin sein oder eben auch nur 2.
Ja, die zwei, die wir eh schon gesichert haben über die Einzelspiele, schauen wir, was rauskommt. Schauen wir auch mal, wann es überhaupt losgeht. Ja, jetzt demnächst. Ja, und sollte hoffentlich ja, bald mal losgehen. Und 3 Punkte mehr würde bedeuten, dass der VfB, je nachdem, was die Tordifferenz danach sagt, dann entweder auf Platz 8 oder eben auf Platz 9 landet mit Anschluss zu den Tabellen 6. Nur 3 Punkte Rückstand zum HSV. Das wäre alles im Rahmen, also wir hoffen auf einen Sieg. Die Info, dass in 37 Minuten losgeht, ist, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Wir werden zeitnah starten. Es geht gerade nur noch darum, dass irgendwie der Invite durchkommen muss oder dass die Server kooperieren müssen, wie auch immer das Ganze hinter dem Ganzen bei der Xbox abläuft. Lass uns doch mal aufs nächste Jahr so lange schauen, was die nächsten Spiele hergeben. Wir haben ja gerade schon gesagt, die ersten 11 Spiele sind jetzt gespielt. Und wenn wir mal gucken, gegen wen der VfB dann noch spielen muss, dann sehen wir hier relativ deutlich, wir können gleich nochmal auf die Tabelle rüber gucken, dass wir eigentlich gegen alle Top-Teams schon gespielt haben, was dann das Ganze wieder ein bisschen positiver für uns stimmt. Also mit RB Leipzig, die sind über dem VfB in der Liga, Darmstadt glaube ich nicht, Holstein Kiel bin mir auch fast sicher, genauso wie Bielefeld nicht, Hertha nicht, St. Pauli nicht, Wolfsburg ist in der Nähe, Bochum nicht, Frankfurt nicht und Mönchengladbach, die sind Tabellenführer. Gegen die geht es natürlich noch. Die sind derzeit Tabellenführer. Aber sonst, man sieht's, es sind jetzt nur noch, oder die allermeisten Teams sind aus dem unteren Mittelfeld der Tabelle. Wenn wir mal gucken, gegen wen der VfB schon alles gespielt hat. Der HSV auf Platz 6, Werder Bremen auf Platz 2, Schalke in den Top 6 mit dabei. Wen haben wir da noch? Leverkusen in den Top 6 mit dabei. Also da ging es schon fast gegen alle Top-Teams. Außer eben gegen Mönchengladbach. Und das wäre dann der letzte Spieltag. Da hoffen wir mal nicht drauf, dass es dann da nochmal drauf ankommt oder dass die Gladbacher dann sogar die Meisterschaft irgendwie entscheiden könnten, müssten, dürften. Die Sache ist halt trotzdem die, klar, es ist vielleicht so, dass auf Papier die Gegner ein bisschen einfacher werden. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass dann die Siege schon vorprogrammiert sind bei unseren Stuttgartern. Überhaupt eigentlich nicht. Eigentlich heute auch, laut Statistik, sollten wir auch in den Einzelspielen schon vorgelegt haben, gegen Bubu und gegen Subaru, hat nicht ganz so geklappt. Jetzt gleich im 2v2 hoffentlich ein bisschen besser. Aber es ist natürlich immer wieder so dieses Ding. Wenn du gegen einen Top-Gegner spielst, weißt du, okay, selbst wenn du verlierst, hast du nicht allzu viel zu verlieren, weil du weißt, okay, das ist ein Hammergegner. Aber wenn du dann sagst, okay, jetzt spielen wir gegen die Tabellenletzten und da müssen eigentlich 9 Punkte her. Hast du hohen Druck, wenn es dann direkt in den ersten paar Minuten das 1-0 fällt für den Gegner? Dann bist du in einer schwierigen Situation, weil dann musst du selber wieder ins Spiel reinfinden. Und das ist eine Sache, ich hatte es irgendwie schon die ganze Zeit davon heute Abend, dass halt immer wieder die Jungs ein paar Problemchen damit haben, dann wirklich zu resetten, wieder reinzufinden. Und das könnte einem dann die Saison kaputt machen, weil man eben nicht immer so drauf vorbereitet ist, aber es sollte bald auch schon wieder losgehen. Es scheint wohl so, als wurde endlich eine Verbindung gemacht und wir könnten dann auch gleich schon loslegen. Und was lernen wir übrigens daraus? Training und das richtige Mindset. Das braucht es, um im zweiten Teil der Saison selbst noch erfolgreich zu sein. Selbst mal einen Sieg gegen den Besten in der Welt heißt noch nicht direkt, dass du eben auch immer top mit dabei sein wirst. Jetzt erstmal geht's ins Spiel. Die Jungs, die sind heiß. Die schauen auch direkt erstmal auf die Aufstellung vom 1. FC Nürnberg. Und recht früh hier, eigentlich vor Spielbeginn überhaupt, kurz in die Einstellung gegangen. Kurz mal geschaut, dass auch die Kameraeinstellung und alles passt. Und dann können sie gleich auch schon wieder loslegen. Und dann geht's ab zwischen beiden Teams. Jetzt hier jeder, glaube ich, interessiert, 3 Punkte mitzunehmen. Ich weiß, dass Serhat den Ehrgeiz hat, hier einen Sieg mit einzufahren. Und es ist jetzt vielleicht doch eine große Challenge, aber die Jungs, die sind fokussiert. Und die versuchen jetzt einfach nur, die vorgehenden Spiele ein bisschen hinter sich zu lassen und jetzt nochmal alles zu geben. Ja, in den ersten 4 Spielen im 2v2, da haben ja auch schon Marlon und Burak zusammengespielt, gab es 2 Siege, 2 Unentschieden. Also das stimmt uns sehr hoffnungsvoll, dass es hier für die Jungs vom VfB ebenfalls zu 3 Punkten reicht. Nochmal Spiel unterbrochen. Ja, scheint wohl nochmal kurz zu dauern, aber jetzt unten sehen wir den Countdown, wie er runterläuft und dann hoffen wir mal,
dass dann alles erledigt ist und wir endlich hier FIFA gucken, FIFA kommentieren können und hoffentlich erfolgreiche Stuttgarter sehen. Ja, aktuell wird nochmal kurz gewartet, auch die Nürnberger wollen vielleicht noch ein paar Sachen ändern. Ich glaube auch, Marlon und Burak sind gerade eher der Meinung, okay, warum warten wir jetzt eigentlich so lange? Aber klar, immer wieder auch so eine Sache, die vielleicht den Druck ein bisschen erhöht auf der einen Seite, vielleicht aber auch wieder ein bisschen Ruhe reinbringt. Die Jungs hatten jetzt ein bisschen länger Zeit, sich abzukühlen, haben zu sagen, okay, jetzt geht's weiter. Und ja, jetzt auch wirklich in-game, die erste Spielminute dann auch gelaufen. Ich glaube, jetzt sollte das Spiel erstmal laufen, bevor wir weitere Unterbrechungen haben. Jetzt aber dann eben irgendwie zu versuchen, nach vorne zu kommen. Man bekommt auch den Ball direkt zurück, aber auch da einfach ein bisschen zu aggressiv. Ja, der Eifer, der kommt ihnen da erstmal nicht so entgegen, denn der Ball, der geht direkt erstmal zurück an die Jungs aus Nürnberg. Ja, und die Nürnberger jetzt langsam im Spielaufbau. Wie gesagt, die beiden können top spielen. Das sind eigentlich ihre beiden Top-Spieler hier. Jetzt aber mit González mal stark dazwischen. Geht bis auf die Grundlinie runter, muss er auch machen. Nimmt früh den Ball, das ist so die erste Riesenchance. Ja, da war sie. Ganz früh schon. Da wäre es doch gewesen, das frühe Tor. Aber nochmal meinen Gedanken zu Ende zu führen. Die Nürnberger, das sind sicherlich ihre beiden Topspieler. Deswegen wird das hier umso schwerer für Malut und Burak. Trotzdem jetzt hier die nächste Chance. Wieder doch der Pfosten. Das gibt's doch nicht. Seit 189 Minuten haben wir kein Tor hier gesehen in dieser Partie. Das gibt's doch gar nicht. Beim 1 gegen 1 nicht. Auf der PlayStation und auch auf der Xbox nicht. Und hier lassen sie im 2v2 auch gleich mal die Chance liegen. Zwei sogar. Aber eine Sache, die direkt schon auffällt, ist eben, die Jungs kommen überhaupt erstmal zu diesen Chancen. Klar, sie können da ein bisschen mehr zusammenarbeiten, haben zwei Spieler, die sie aktiv kontrollieren können. Aber eben auch Gegner, die vielleicht hinten ein bisschen offener stehen, weil sie selber ihr Spiel nach vorne gestalten wollen. Und da ist dann Serhat und auch Bubu, Serhat und Kevin direkt auch vor dem Tor mit ihrer ersten Chance. Und der hätte durchaus auch reingehen können. Aber dann doch ein bisschen zu direkt auf Gral, der dort natürlich in der VBL immer vertreten ist. Da ja bei den Keepern zumindest nur die Größe zählt. Und da ist er halt doch ein bisschen größer noch als sein Kollege. Hier geblockt. Eckball wird kurz ausgeführt. Aber erstmal kein Erfolg für die Nürnberger. Was war jetzt? Ich glaube sogar noch abseits. Okay. Hätte man auch weiterlaufen können. Aber ich bin da immer ein bisschen schreckhaft nach dem Spiel gegen Mainz, als es dann da plötzlich einen Elfmeter gab, der nie und nimmer einer gewesen war. Und dann auch wirklich viele Situationen, wo du dir eigentlich selber direkt denkst, okay, da ist eigentlich ein Elfer drin oder ist ein Freistoß und eine Karte drin. Und dann passiert nichts und dann pustest du deinen Gegner nur an, der fällt um irgendwie und dann auf einmal gibt es eine rote Karte. Das auch sehr, sehr knapp da, den Ball gerade so noch im 16er drin zu halten. Ist auch eine Kunst für sich da auf der Seite der Nürnberger. Also das wäre ja wirklich sowas gewesen, was so wirklich klassisch altes FIFA gewesen wäre. FIFA-Fail bei YouTube eingeben, ja. Wo der Keeper dann auf einmal doch mit dem Ball außerhalb vom 16er liegt. Haben wir alles schon mitbekommen. Geht also weiter hier. Es ist ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wollen hier auf keinen Fall 0:0 schon wieder spielen. Das merkt man ganz deutlich. Das hier ist, ja, im Moment mit offenem Visier geführt. Beide haben Bock, hier offensiv Akzente zu setzen. Das Spiel ist auch schon viel weiter auseinandergezogen, als wir das noch in den ersten beiden Begegnungen gesehen haben, wo dann doch viel an einem Strafraum stattgefunden hat. Aktuell die Nürnberger recht aktiv, jetzt auch wieder mit nach vorne unterwegs. Wollen natürlich selber auch einfach mal ein bisschen länger den Ball halten, schauen, dass sie irgendwie vors Tor kommen. Das Ganze rumgetanzt da auf der Außenlinie. Klappt noch nicht ganz. Unsere Stuttgarter suchen dort eben auch schon den Ballbesitz. Schön nach vorne gespielt. Da kommt man dann doch nicht mehr durch. Ein Pass mehr in die Mitte hätte vielleicht zumindest mal ein bisschen mehr Sicherheit geboten. Aber auch da waren viele gegnerische Spieler noch mal im Weg, um das eben nicht zu ermöglichen. Ja, jetzt die Nürnberger wieder über die Außenseite, kommen hier über rechts, versuchen sich da irgendwie in die Mitte zu kombinieren. Bisher aber machen die Jungs vom VfB das ziemlich gut, das zu verhindern. Der Ball wird jetzt weit gespielt. Bisher stimmen die Absprachen, das sieht man auch immer wieder dann, wie die Spieler gewechselt werden. Dass auch niemand irgendwie zu zweit auf dem Ballbesitz führenden rennt.
Jetzt die direkte Flanke, aber das ist natürlich kein Problem, den hier mit Stenzel zu verarbeiten. Jetzt geht es direkt wieder in die andere Richtung. Die Jungs, das habe ich so im Gefühl, wollen besser umschalten, wollen schneller umschalten, als noch im 1 gegen 1, wo sie in ihren Spielen jeweils Probleme hatten, gegen diese Betonmauer aus Nürnberg anzulaufen. Ja, aktuell, man sieht es auch oben rechts in der Kamera, die Jungs immer wieder am Reden auch, schauen, was möchte man machen. Ihnen fehlen noch so ein bisschen die Anspielmöglichkeiten weiter vorne dann, wenn sie sich so ein bisschen weiter vorne festgebissen haben. Viele Leute dann wieder auf dem Weg nach hinten, um einfach abzusichern. Eher auch schnell einen Konter ausgelegt, als wirklich das Aufbauspiel, das natürlich so klassisch und gut funktioniert aktuell. Und ja, jetzt eben wieder von hinten raus irgendwas zu finden. Und eben früh auch schon gestört auf Seiten von Nürnberg. Schön gemacht da auch schon im mittleren Drittel. Wir haben da viel Druck am Ball. Viel Druck am Ball mit einer Überzahl. Und dann ist es immer schwierig, dann in Ballbesitz zu bleiben, diese Zweikämpfe zu vermeiden, weil die als Offensivspieler sehr, sehr schwer zu führen sind. Gerade im 85er-Modus sind diese Zweikämpfe eigentlich, ich würde mal sagen, zu 70-80% gehören die dem Verteidiger. Also da gilt es einfach, den Ball am Laufen zu halten, wie gesagt, nicht in den Zweikampf zu kommen. Und das ist dann natürlich schwierig, hier die nächste Chance. Gut abgeblockt, das war klasse verteidigt. Ja, trotzdem natürlich das Ganze mit Ball laufen lassen. Hat gerade sehr, sehr gut geklappt bei Nürnberg. Und das ist eben auch so eine Sache, wo zumindest Serhat selber auch sehr, sehr gut kann. Oh, versucht direkte hier die direkte Ecke. Klappt sogar fast. Der Keeper, der war noch am Boden. Aber die Verteidiger retten das nochmal über die Runden. Da kommt den Ball zumindest erstmals los. Wir sind knapp 5 Minuten in-game vor der Halbzeit. Und kleiner Moment, wo es sehr, sehr knapp wurde für die Jungs. Und das wäre es natürlich gewesen, wenn man so ein Tor kassiert. Trotzdem, es ist noch nicht ganz vorbei. Die erste Halbzeit läuft natürlich noch schön, da dazwischen zu gehen. Jetzt vielleicht nochmal den letzten Angriff halt wirklich im Hinterkopf zu behalten. Reguläre Spielzeit gleich vorbei. Dann eben, ja, standardgemäß diese 2 Minuten Nachspielzeit. Könnten hier rein theoretisch auch nochmal draufkommen. 2 Minuten Nachspielzeit werden es sein. Nürnberg selber versucht jetzt diesen letzten Angriff zu spielen. Auch eine Sache, wo Serhat auch recht gut drauf fokussieren kann. Zumindest am Wochenende schon in der Weekend League. Ja, und da nochmal Glück gehabt, dass dann direkt abgepfiffen wird, weil die Zeit eben doch schon vorbei war. Bisher 0 Tore, es steht weiter 0:0. Beide Teams hier mit zumindest mal ein paar Schüssen. 2 davon auch aufs Tor auf der Seite der Stuttgarter, 1 davon nur aufs Tor von der Seite von Nürnberg. Aber die Ballbesitzquote haben wir gerade auch gesehen und die sieht bisher gar nicht gut aus für unsere Jungs. Ja, vor allem, weil unsere Jungs ja auch darauf setzen, öfter oder viel im Ballbesitz zu sein. Das könnte noch ein Problem werden. Die ersten Minuten haben unseren Jungs gehört mit diesen 2 Großchancen, die sie da hatten. Einmal den Pfosten getroffen, einmal hat der Torwart gut pariert. Und dann kamen die Nürnberger, die das wirklich klasse gemacht haben, über viel Ballbesitz gekommen sind und dann schon auch die ein oder andere Chance hatten, auch am Schluss. Das taucht dann auch gar nicht auf dem Statistikbogen auf, wenn dann ein Schuss gar nicht erst kommt. Aber wenn du im allerletzten Moment noch den Stürmer störst quasi, das war 2-3 Mal der Fall, da müssen sie wirklich aufpassen, die Stuttgarter, dass sie hier nicht in Rückstand geraten. Das war gut gespielt von Kevin und auch von Serhat. Und jetzt schauen wir mal, wie hier die zweite Halbzeit noch ausgeht. Das ist die letzte Halbzeit, die 2019 beim VfB eSports gespielt wird in der Virtual Bundesliga. Und wir hoffen auf eine erfolgreiche Halbzeit. Also, diese läuft, die Nürnberger von links nach rechts in den dunklen Trikots. Unser VfB Stuttgart aktuell hier mit Burak und Malut. Eben auf der Suche, selber das Spiel wieder in die Hand zu nehmen, selber mal wieder vors Tor zu kommen. Bisher waren es 2 Chancen, wo sie doch ein bisschen besser dastanden. Aber eben wirklich diese letztliche gefährliche Situation vorm Tor fehlt halt doch noch so ein bisschen. Dieser Schuss, der einfach nur hinten im Netz einprallt und eben nicht am Keeper landet. Trotzdem jetzt hier schön langsam nochmal nach vorne gespielt. Und schön dann auch nochmal einfach den Ball selber mal ein bisschen zu halten. Nicht so aggressiv wie vorhin, einfach vors Tor zu spielen. Schade, da den Ball zu verlieren. Aber auch da, schwierig mit der Ballannahme natürlich.
Aber in der Verteidigung sollten sie den Ball eigentlich haben. Oder eben aktuell auch nicht. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Schön davon kämpfen, eben den Ball raus erstmal aus dem 16er zu bekommen. Und nicht eher Richtung der Mitte, Richtung den Gegenspielern. Und jetzt selber nochmal im Ballbesitz. Unsere Jungs vom VfB. Die ersten 15 Minuten Ingame nach der Halbzeit. Sehr, sehr ausgeglichen auch hier schon wieder. Und ja, immer wieder zwar die Chancen, so ein bisschen nach vorne zu kommen, aber so wirklich gefährlich im 16er war es noch nicht. Ja, für die Nürnberger dagegen schon. Das war gerade eine klasse Absprache da für den Stuttgartern, dass sie es doch nochmal geschafft haben, dazwischen zu kommen. Aber die werden hier immer gefährlicher und stören jetzt auch schon früh den Spielaufbau, auch hier wieder zu sehen. Aber das könnten jetzt ja die Jungs vom VfB besser lösen oder das zumindest mal bestrafen, dass hier so gepokert wird von den Nürnbergern, die früh, wie gesagt, stören in diesem Fall. Aber sie halten erstmal den Ball, der längere Ballbesitz, der tut erstmal gut. Es kann hinten nichts passieren und vorne kriegt man mehr Sicherheit, vielleicht mal ein paar Optionen mehr. Schiedsrichter pfeift nicht, doch pfeift. Wird ja mal nicht so gerne gesehen von den Jungs, dass man dann da einen Freistoß ausführen muss. Ja, auch die werden vor allem auf der Seite meistens einfach kurz, schnell gepasst und dann eben wieder irgendwas aufzubauen in der Situation. Aktuell, wir sehen es gerade schon, die Jungs, die bauen schon ein bisschen um. Die schauen, wen können wir bringen, was macht mehr Sinn jetzt zu machen. Natürlich auf jeden Fall in die Offensive zu investieren, aber zumindest jetzt nur einen Wechsel und dann schauen wir mal, ob nicht vielleicht dann kurz vor Schluss nochmal das ganze Spielfeld umgeschmissen wird mit einer Dreierkette und wirklich alles nochmal nach vorne zu schmeißen, weil man dann doch irgendwie hier nochmal 3 Punkte aus diesem Spiel auch mitnehmen möchte, um insgesamt den Sieg auch zu holen. Ja, 25 Minuten bleiben noch. Wir haben nach wie vor ein 0:0. Auch hier, ihr seht es unten in der Leiste eingeblendet, auch die beiden 1-gegen-1 Spiele gingen jeweils 0:0 aus. Auch das hier ist bisher beim Stand von 0:0. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine längere Durststrecke hatten in einer Einzelbegegnung, dass es wirklich über 3 Spiele hinweg 0:0 stand bis zur 68. Minute. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein einziges Spiel, selbst in der Vorsaison erinnern, wo kein einziges Tor gefallen ist. Aber trotzdem auch hier stark gemacht in der Verteidigung. Wow, das war in allerletzter Sekunde. Eben doch nochmal nach vorne zu spielen. Also ich habe den Ball gerade schon fast drin gesehen für die Nürnberger. Aber immer wieder, die Jungs finden halt doch irgendwie noch ihre Verteidiger in Position. Jetzt wird auch immer wieder über Pressing gespielt, den Ball nach vorne zu pushen. Aber auch da, dieses Double-Teaming auf der Seite von Nürnberg klappt halt doch zu stark aktuell in ihrer eigenen Verteidigung. Und ja, solche Chipbälle kommen meistens nicht so gut durch, aber zumindest kommt der Ball mal an und dann kann man wieder nach hinten spielen, um langsam wieder ins Spiel reinzufinden. Trotzdem immer wieder und wieder mehr Platz für die Nürnberger im gegnerischen 16er und das absolut verdient in der Situation. Auch das Tor für Nürnberg. Stark rausgespielt. Unsere Stuttgarter halt, ja, doch immer wieder mit nach vorn, aber halt eben nicht im gegnerischen 16er aktiv. Nürnberg jetzt mal für mal immer wieder stark gespielt. Und jetzt heißt halt wirklich eigentlich alles umschmeißen in der Aufstellung. Dreierkette spielen, alles nach vorn und dann jetzt nicht nur den Ausgleich, sondern hoffentlich dann auch nochmal den Sieg zu holen. Denn so die Niederlage einzufahren, wäre natürlich schade für die Jungs, aber Nürnberg besser ins Spiel reingefunden. Und man sieht es, glaube ich, auch aktuell bei den Jungs auf der Kamera. Die Luft, die ist so ein bisschen draußen. Ja, aber es hat sich schon so angedeutet. In der zweiten Halbzeit vor allem hat sich angedeutet, dass die Jungs ja einfach zu viel zugelassen haben. Auch die Chance davor schon, wo quasi 3 Nürnberger auf einen Stuttgarter Verteidiger laufen und den Torwart, dass sie das überhaupt noch entschärfen konnten. Das war ja ein Wunder, würde ich schon fast sagen. Und dieses Wunder gab es ja diesmal nicht. Mit Innenpfosten geht der Ball rein. Darüber dürfen sie sich in dieser Situation nicht beschweren. Sie sind hier nicht die bessere Mannschaft. Die stellt der 1. FC Nürnberg. Ja, und ist jetzt in Führung. Geht da noch was nach vorne? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Können sie vielleicht hier doch noch zumindest mal einen Punkt holen?
arg viel mehr dürfen wir uns jetzt im Moment hier nicht erhoffen. Hier steht es 1:0 und das erste Tor und einzige Tor bisher an diesem Spieltag, das hat der 1. FC Nürnberg geschossen. Ja, jetzt vielleicht die Chance, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, schnell eben den Ausgleich zu schaffen und dann gleich wieder ins Spiel reinzufinden. Aber es sind immer wieder diese Bälle, wo Nürnberg dann in der Verteidigung gut rankommt und dann selber den Ball rausspielt. Klar schmeißt man jetzt nochmal alles nach vorne, man hat nichts mehr zu verlieren. Irgendwie zumindest einen Ausgleich zu schaffen, am besten noch ein Tor hinterher zu schmeißen. Aber klar, die Jungs gerade bei Nürnberg, obwohl sie auch einfach hinten dicht machen könnten, spielen sie nochmal nach vorne, weil sie wissen selber, die beste Verteidigung ist hier einfach ein zweites Tor hinterher zu hämmern. Aber es klappt noch nicht so ganz. Sie bleiben trotzdem weiter in den Ballbesitz und nehmen zumindest die Chance unserer Stuttgarter weg, irgendwie nochmal vors Tor zu kommen. Ja, lange Rolle da von Valentini und kommt dann im Endeffekt auch direkt nochmal an den Ball ran, ohne dass der Stuttgarter drüber springen kann. Schwierig jetzt, weil ja, Kevin und Serhat jetzt doch ein bisschen mehr auf Ballbesitz setzen. Da das Abseits und jetzt wichtig, ja, nicht nur nach vorne zu kommen, sondern wirklich mal mit Qualitäten auch nach vorne zu kommen. Weil bisher klappt es noch nicht so, wie wir uns das Ganze vom Spieltag heute erwünscht haben. Bisher nur 2 Punkte. Und es spricht gerade dann doch ja, mehr oder weniger alles gegen unseren VfB Stuttgart. Na, lass uns mal überraschen. Die letzten Minuten laufen ja noch. Ja, die letzten Minuten laufen noch. Ja. Arg viel mehr. Jetzt vielleicht nochmal die Chance, irgendwie hier mit den Pässen durchzukommen. Sie stehen halt doch so eng drin. Es ist, glaube ich, nochmal das Foul. Und da gibt es den Freistoß. Die kann man durchaus auch mal direkt schießen, aber es kommt dann doch der schnelle Pass, schön rausgespielt, es gibt direkt den nächsten Freistoß hinterher, kein Ballbesitz, die Stimmung auch in-game, die bleibt weiterhin stark. Oh, rote Karte! Ja, rote Karte auf der Seite von Nürnberg, in der Situation auch verdient, trotzdem jetzt hier, vielleicht ist das der Faktor, den die Stuttgarter brauchen, und da ist der Ausgleich! Endlich! 88. Minute! Endlich! Und die Jungs schaffen da das Tor! So, so wichtig. Es hat lang gedauert, wenn wir überlegen. Fast 270 Minuten in-game. Verrückte Zeiten hier bei VfB Stuttgart. Und jetzt dann doch nochmal wichtig, jetzt das Spiel vielleicht sogar kurz vor Schluss nochmal zu drehen. Es wird hier sehr viel Zeit rausgeholt auf der Seite von Nürnberg. Vielleicht sogar der letzte Angriff hier für die Nürnberger nochmal drin. Aber unsere Stuttgarter, die schmeißen hier nochmal alles ran. Klar, jetzt ist egal, ob jetzt ein Unentschieden oder eben der Sieg. Jetzt schmeißen wir wirklich nochmal alles nach vorne. Eine Minute 30 zu spielen. Jetzt einfach nur Ball halten, rechtzeitig nach vorne spielen, die richtige Anspielstation zu finden, den Ball nicht aufzugeben und dann ist es 2-1. Kurz vor Schluss, vielleicht sogar noch da. Und das, was immer wieder gegen dieses Duo gespielt hat, dass ein Gegner kurz vor Schluss den Sieg ja, davon nimmt oder selber für sich entscheidet, war immer wieder der Faktor. Das Spiel hier ist aber gelaufen. Es bleibt bei 3 Punkten. Für den ganzen Spieltag eben jeweilig unentschieden 0:0 in den Einzelspielen und 1:1 da im Double. 3 Schüsse für den VfB Stuttgart, 3 davon aufs Tor, 45% Ballbesitz, stärkere zweite Halbzeit, zumindest was Ballbesitz angeht. Aber trotzdem genau 1 Schuss aufs Tor für die Nürnberger und der war dann halt doch nochmal drin. Ja, ein 1:1 ist es am Ende. Der VfB kann dann sogar noch ein bisschen glücklich sein über dieses 1:1, weil es dann doch spät gefallen ist, weil die Nürnberger in der zweiten Halbzeit schon besser waren. Hier schauen wir nochmal auf dieses Tor. Das war einfach klasse gemacht. Das ist einfach stark gemacht. Das können wir nicht anders sagen. Da müssen wir die Nürnberger loben. Und dann macht er das gut hier. So, die Jungs sitzen noch an der Konsole, besprechen noch kurz. Und dann wird Tyler gleich nochmal mit den beiden sprechen, wenn sie sich denn die Szenen fertig angeschaut haben. Es ist natürlich für uns auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, hier die Szenen nochmal in langsam zu sehen. Tyler jetzt also draußen gleich im Gang-Interview mit den beiden Jungs, frisch aus dem Spiel raus, kommt jetzt gleich in den nächsten Minuten, in den nächsten Sekunden müsste es soweit sein, dass sie dann den Gang entlang kommen. Und wir dann rausgehen können, mit ihnen sprechen können. Ja,
müsste dann gleich soweit sein. Wie gesagt, wir haben ein 1:1 gesehen, worüber der VfB dann auch noch mal ein bisschen glücklich sein kann. Am Ende gibt es 3 Punkte, das hilft weder dem VfB noch dem ersten FC Nürnberg so richtig weiter. Der VfB steht damit auf Tabellenplatz 12, hat 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 6, der ja das Mindestziel für die Saison ist. Und auf der anderen Seite, da haben wir die Nürnberger, die jetzt ebenfalls 3 Punkte mehr haben, damit auf Platz 8 springen und ja, damit sicherlich ebenfalls ordentlich zufrieden sind. Jetzt haben wir auf dem Gang das Interview, nee, noch nicht. Wir warten noch kurz auf die Jungs, die es dann schaffen, zu uns zum Interview zu kommen, in dieses letzte Interview im Jahr 2019. Wichtig war es, dass es hier nochmal den Punkt gab und der VfB hier dann durchaus überzeugen konnte, zumindest was die erste Halbzeit anging. In der zweiten Halbzeit, dann die zweite Hälfte davon, waren sie dann auch nochmal richtig, richtig gut. Ich darf euch jetzt schon mal daran erinnern, im kommenden Jahr, immer mittwochs ist dann unser Termin, unser Date, da haben wir dann wieder diese Doppelspieltage, wie ihr sie schon kennt. Um 18 und um 20 Uhr ist dann da jeweils Anpfiff. Da würde es mich also freuen, wenn ihr wieder einschaltet, hier wieder bei uns mit dabei seid beim VfB eSports. Bleibt noch kurz dran, dann haben wir das Interview mit euch, mit den Spielern nochmal. Da wird nochmal das Innenleben von denen kurz beleuchtet werden. Und dann können wir da weitermachen. Tim Fußball schreibt: Frohe Weihnachten, schönes, frohes neues Jahr. Das wünscht er uns, das wünsche ich euch ebenfalls, aber dazu später in der Verabschiedung dann noch mehr. Wir haben jetzt noch ganz kurz diese Zeit zu überbrücken. Interview geht in wenigen Sekunden los und dann haben wir die Jungs ganz frisch raus aus dem Spiel. Wir gehen rüber zu Tyler und Burak auf dem Gang. So, natürlich Jungs, nicht das Spiel gewesen, was wir uns erhofft haben, aber zumindest nochmal... Ja, einen Punkt rausgeholt, knapp besser als keiner, aber nichts, was wir uns erhofft hatten. Glück heute nicht auf eurer Seite. Ja, aber wir sagen das Woche für Woche und ich bin es auch leid, jede Woche hier im Interview zu sagen, hey, wir hatten kein Glück. Es frustriert einfach nur noch. Der Torwart war dran und dann an dem Pfosten und raus und die schießen da aus einer komischen Position und der Ball geht mit dem Pfosten rein. Ich meine, wir sind es einfach irgendwann nur noch leid und... Ja, was soll ich sagen? Es sind am Ende 3 Punkte, das ist deutlich zu wenig. Ja, natürlich. Jetzt dann erstmal die Weihnachtspause. Dort dann auch für euch Jungs die Möglichkeit, ein bisschen zu relaxen, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen, bevor es dann im neuen Jahr weitergeht. Was sind da für euch die Pläne? Starten wir mal mit Malut. Feiertage ist schön gesagt. Es geht genauso weiter, nur dass halt kein VBL ist. Dieses Wochenende Qualifier, nächste Woche E-Club World Cup, Finale am Samstag, während der Woche wieder E-Club World Cup. Dann Weihnachten dürfen wir mal ganz kurz so eine halbe Stunde mit der Familie sein. Also wenig frei, aber ja, man genießt trotzdem die Feiertage über Weihnachten. Ich denke, Weihnachten ist immer was Besonderes, weil die ganze Familie zusammenkommt und kann man auch mal ein bisschen Abstand von FIFA gewinnen. Ich denke, was uns gut tut, ist tatsächlich jetzt die Saisonpause, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und da müssen wir halt schauen, dass wir in der Rückrunde, ja, wir sind glaube ich aktuell nur Zehnter, aber für uns fehlen dann vielleicht 5 Punkte oder so nach oben in die Top 6. Also es ist noch alles eng beieinander, aber es tut halt schon weh, so gegen Nürnberg nur 3 Punkte zu holen. Letztes Jahr hätten wir dann auch gesagt, so, was geht hier ab? Und dieses Jahr müssen wir sogar am Ende sagen, vielleicht okay sogar die 3 Punkte. Ja, geht auch 2v2, man ist trotzdem nicht deutlich besser. So, deswegen kann man nicht sagen, so, wir müssen das Spiel gewinnen. Das ist halt Ziel, das zu schaffen für die kommende Saison und dann einfach hoffen, dass auch dieses nötige Glück auf unsere Seite kommt, weil dann werden die Spiele auch ein bisschen anders ausgehen, meiner Meinung nach. Ja, natürlich für dich dann auch die Pause ähnlich, vielleicht ein bisschen angenehmer, weil du natürlich keine Club-WM spielen musst. Qualifier steht ja aber auch trotzdem immer wieder an und dort natürlich auch viele Spiele zu spielen. Dieses Mal, glaube ich, aber im Single Elimination, soweit ich weiß. Genau, also ich muss Samstag spielen, weil ich letzte auf keinem Event war. Ich war mehrmals in der K.O.-Runde, sogar mal Top 8, aber die Bedingung war, dass man entweder letzte auf einem Event gewesen sein muss oder dieses Jahr in der K.O.-Runde. Und
Ich bin ja mit einem 6-1 dann noch im Golden Goal rausgeflogen, deshalb schmerzt es umso bitter. Deshalb muss ich die extra Runde in der Phase 1 gehen. Das bedeutet unter 1500 Leuten Single Elimination, das bedeutet Hin- und Rückspiel, Verlängerung, Elfmeterschießen, entweder du gewinnst es oder du bist raus und direkt raus. Und da muss man in die Tat 32 kommen, das ist am Samstag und es beginnt halt schon um 12 Uhr mittags. Da hoffe ich, dass ich den ganzen Tag spielen kann, weil wenn ich nur ein Spiel mache, heißt das, dass ich direkt rausgeflogen bin. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, weil in Ultimate Team werden die Karten einfach nochmal neu gemischt. Da kann ich meine Stärke dann auch mal zeigen, im Strafraum mehr zu skillen oder generell mal ein bisschen besseren Spielaufbau zu zeigen. Und ich schätze mich halt so ein, dass ich eigentlich am Sonntag noch dabei sein sollte. Deshalb gebe ich da mein Bestes und mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Ja, natürlich, wir haben es mitbekommen. Jetzt für die Jungs erstmal voller Fokus auf Ultimate Team, bevor es dann ja, im neuen Jahr weitergeht mit der VBL. Euch Jungs auf jeden Fall viel Erfolg beim Qualifier und wir gehen dann gleich zurück ins Studio zu Florian. Ja, das also die letzten Eindrücke unserer VfB eSport Profis aus diesem Jahr. Ich möchte mich bei euch, liebe Zuschauer, ganz herzlich bedanken für euren ständigen Support, dass ihr so oft eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank dafür. Tyler kommt jetzt auch gleich nochmal rein in die Verabschiedungsrunde, in die Dankeschönrunde. Ich habe gerade schon den Zuschauern nochmal vielen Dank fürs Supporten gewünscht. Ja. Dir natürlich vielen Dank, an meiner Seite zu sein. Es war ein unbeschreiblich geiles Jahr, was wir zusammen hatten. Und auch natürlich an die Crew, die hinter diesem ganzen Projekt steht, dem VfB eSports, dass sie das überhaupt ermöglichen, dass hier gestreamt wird, die Technik und auch die Jungs, die dann am Ende ja, dafür verantwortlich sind. Euch allen vielen, vielen Dank für dein tolles Jahr 2019. Dir nochmal vielen Dank, dass du bei mir warst, auch den Jungs. Wir haben die Vizemeisterschaft eingetütet und wollen auch im nächsten Jahr dann wieder erfolgreich sein. Deine letzten Worte zu diesem Jahr? Ich kann da eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Natürlich, es war von Anfang an, von den ersten Spieltagen, wo ich ja noch alleine hier stand, bis du dann zu Unterstützung dazu kamst, was super geklappt hat von Anfang an. Bin wirklich happy, dass es so gestaltet wurde, dass wir auch zu dieser Saison wieder mit dabei sind. Trotz natürlich anfangs noch den Sorgen, dass es vielleicht nicht ganz klappt. Aber ich glaube, euch Jungs hat es auf jeden Fall auch immer ja, gut Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Folgt auf jeden Fall dem VfB eSports auf allen Social Media Kanälen, genauso wie den Spielern und allen anderen. Und damit 8. Januar wieder einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten.